Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Festgäste, liebes Publikum zu Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Livestream und nicht vergessen möchte ich auch das liebe Publikum nebenan aus dem Hörsaal. Ein sehr, sehr herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, zum 60. Geburtstag des Leipzig-Rechenzentrums der Bayerischen Akademie für Wissenschaften. Ich freue mich sehr, denn 60 Jahre, meine Damen und Herren, das sind doch eine sehr lange Zeit. Insbesondere, wenn man den Blick auf Forschung setzt, wenn man den Blick möglicherweise auch auf die gesamte Informationstechnologie wirft und wenn man sagt, die Wissenschaft, ja, die hat sich weiterentwickelt, meine Damen und Herren. Es ist sehr, sehr viel passiert und das LAZ hat in den letzten 60 Jahren deutsche IT-Geschichte geschrieben, aber auch europäische IT-Geschichte geschrieben und sogar die weltweite IT-Geschichte maßgeblich mitgeprägt. Ich hoffe, dass ich mich nicht zu weit rauslehne, aber wir waren als LAZ immer aktiv dabei und haben aktiv mitgeprägt, meine Damen und Herren. Es hat sich viel verändert, das habe ich gesagt, aber eines in allem ist auf jeden Fall immer geblieben, nämlich das zukunftsorientierte Denken und das zukunftsorientierte Handeln, das Ganze in Kombination mit viel Kreativität und vor allem auch mit viel Effizienz, meine Damen und Herren. Und deswegen haben wir das Motto heute gewählt, ein wunderbares Motto, wie ich finde, nämlich Zukunft bleibt Programm, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Freuen wir uns jetzt auf die einleitenden Worte, meine Damen und Herren, von unserem Präsidenten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Ich freue mich sehr, dass er da ist, denn er hat als Sinologe immer ein wunderbares Ass für uns im Ärmel. Und da werden Sie gleich begeistert sein, meine Damen und Herren. Professor Thomas O. Höllmann, herzlich willkommen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle, die Sie heute dem Leibniz-Rechenzentrum anlässlich seines 60. Geburtstags Ihre Aufwartung machen, herzlich willkommen heißen. Mein besonderer Gruß gilt Ihnen, lieber Staatsminister Blume, verbunden mit dem aufrichtigen Dank für die Übernahme der Festrede. Darüber hinaus freue ich mich sehr über die Anwesenheit Ihres Vorvorvorgängers im Amt des derzeitigen Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags und stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst, Dr. Wolfgang Heubisch. Es wurde schon angedroht, dass ich gelegentlich versuche, einen Bezug zu China herzustellen. Ja, das ist sicherlich richtig. Und in China beschrieb die Zahl 60 einen abgeschlossenen Zyklus, der nicht zuletzt zur Zeitrechnung verwendet wurde. Damit verbunden war nicht nur die Vorstellung von Vollständigkeit, sondern auch, zumindest theoretisch, die Lebenserwartung eines Menschen. Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht etwas weniger absurd, die Biografie einer Person mit der Geschichte einer Institution abzugleichen. Für die Person bietet sich für einen Sinologen natürlich Konfuzius an, von dem die folgende autobiografische Skizze überliefert ist. Mit 15 ging es mir ums Lernen. Mit 30 hatte ich meinen Platz im Leben gefunden. Mit 40 hegte ich keine Zweifel mehr. Mit 50 kannte ich die himmlischen Gesetzmäßigkeiten. Mit 60 erschlossen sich neue Horizonte. Und noch einmal, jetzt mit Bezug zum LAZ. Mit 15 ging es mir ums Lernen. 1977, Start des Großrechnerbetriebs mit Fernzugriffsnetz. Mit 30 hatte ich meinen Platz im Leben gefunden. 1992, Erweiterung des Cray Supercomputers mit Zugriff über das Bayerische Hochschulnetz, Anschluss an das Internet. Mit 40 hegte ich keine Zweifel mehr. 2002 Ausbau zum Bundeshöchstleistungsrechenzentrum. Mit 50 kannte ich die himmlischen Gesetzmäßigkeiten. 2012
Der SuperMOOC ist Europas leistungsfähigster Supercomputer. Und schließlich, mit 60 erschlossen sich neue Horizonte. 2022 mit dem Quantendemonstrator und der Zusage für den Exascale-Rechner ist das LHZ für die Zukunft gerüstet. Denn auch Konfuzius war mit 60 noch nicht am Ende. Der Text fährt nämlich fort: Mit 70 folgte ich meinen Herzenswünschen, ohne dabei maßlos zu werden. Das ist doch wirklich eine Zukunftsperspektive. Vor allem dann, wenn in diesem Fall die Herzenswünsche von Wissenschaft und Politik miteinander in Einklang stehen. Unsere Ideen für die Zukunft mögen unermesslich sein, unsere Ansprüche aber nicht maßlos. Im Hinblick auf seine Innovationsfähigkeit ist das LHZ nämlich eigentlich ein permanentes Start-up, nur eben mit Erfolgsgarantie. Es ist stets auf der Höhe der Zeit und beweist, dass Kreativität und Effizienz im Laufe der Jahre nicht nachlassen müssen, sondern ganz im Gegenteil noch zunehmen können. In einem engen Zusammenspiel von breit angelegter Grundlagenforschung und anwendungsbezogener Umsetzung. Vielen Dank, Herr Blume, ich gebe an Sie weiter. Herzlichen Dank, Professor Höllmann, für die tiefsinnigen Geburtstagsworte für das LHZ. Liebe Festgäste, das Ministerium für Wissenschaft und Kunst ist seit jeher immer ein vertrauensvoller und sehr guter Begleiter gewesen für das LHZ in den letzten Jahren. Eigentlich immer, wenn wir zurückdenken, ich habe es im Vorfeld mal mit dem Team durchdiskutiert, es war immer dabei. Und wir sind besonders dankbar, dass in all den Jahren immer eine Unterstützung geliefert worden ist, über die wir uns natürlich sehr freuen, die uns intensiv auch ergänzt hat, meine Damen und Herren. Und aus diesem Grunde freuen wir uns jetzt ganz besonders über die Festrede des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und Kunst. Und ich sage an der Stelle, schön, dass Sie da sind, lieber Herr Staatsminister, dass Sie heute vor allem persönlich bei uns sind, denn Ihr Terminkalender ist ja auch gespickt und voll und dass Sie uns an unserem Geburtstag begleiten. Herzlich willkommen, Markus Blume, unser Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Präsident Höllmann, lieber Herr Kranzelmüller, werte Vertreter der Politik, schön, lieber Wolfgang Heubisch, dass du heute da bist als einer meiner Vorgänger und natürlich auch Florian Hahn als Vertreter des Deutschen Bundestages. Ich begrüße alle Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Universitäten und am Ende natürlich die ganze Familie des Leibniz-Rechenzentrums. Meine Damen und Herren, zu dem Leibniz-Rechenzentrum haben zumindest die, die in München studieren, ohnehin eine ganz besonders emotionale Beziehung. Ich kann mich erinnern, als ich mein Studium an der LMU 1994 aufgenommen hatte, das war gerade kurz nach der Erfindung des World Wide Web, da hat man damals geworben damit, bei uns gibt's Internet. Und dann gab es eine dieser magischen Kennungen, deine Rechnerkennung hieß @lrz-münchen.de. Deswegen können Sie nachvollziehen, dass ich schon autobiografisch eine sehr verklärte Beziehung habe zu dieser Einrichtung. Und man wusste natürlich schon damals, dass es jetzt nicht nur der Zugang zu diesem spannenden Internet, was damals wirklich noch Neuland war, sondern da gibt es auch hier draußen noch irgendwelche Einrichtungen, die sind ziemlich viel größer als unser normales Vorstellungsvermögen. Ich will kurz mit einem Rückblick beginnen, denn wir feiern ja heute Geburtstag, 60 Jahre. Jetzt schaue ich mal so in die Runde, will jetzt da keinem zu nahe treten. 60, da ist man eigentlich noch ziemlich frisch, glaube ich. Für ein IT-Unternehmen oder eine IT-Einrichtung, lieber Herr Kranzelmüller, da muss ich sagen, mit 60, also da hast du schon ziemlich viele Jahre am Buckel. Es gibt eigentlich überhaupt fast gar nichts in der IT-Welt außer IBM, die überhaupt in dieser Linie altersmäßig zumindest spielen. Also wer 60 Jahre in der IT durchgehalten hat, der gehört entweder dann wirklich schon zum alten Eisen und ist reif für den Professor Heckel, das heißt das Deutsche Museum, oder
er hat es geschafft, sich immer wieder neu zu erfinden und immer auch bei der nächsten Evolutionsstufe mit dabei zu sein. Ich glaube, lieber Herr Professor Höllmann, lieber Herr Kranzelmüller, das ist vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis des LRZ, das hier ganz tief in der DNA verankert ist. Stehen bleiben, ausruhen, sich gerade mal zurücklehnen, es reicht nicht, sondern man ist immer den nächsten Schritt gegangen. Und das Spannende ist, die Erfindung des LRZ oder die Errichtung des LRZ, die ist ja sogar älter als das Gesetz der Computerindustrie. Moore, der Vater dieses Gesetzes der Computerindustrie, dass sich Leistung, Integrationsdichte alle anderthalb oder zwei Jahre verdoppelt, der kam mit diesem Gesetz erst 1965 um die Ecke. Da waren Sie schon drei Jahre sozusagen am Start. Und spannend ist zu sehen, dass Sie dann auch wirklich schnell waren. Schnell heißt ja in der Computerindustrie, die Dinge verdoppeln sich eben alle anderthalb oder zwei Jahre. Wenn man das hochrechnet, dann redet man in einem Zeitraum von 15 Jahren eben über diesen berühmten Faktor 1000. Nach 15 Jahren hast du das Tausendfache des technischen Leistungsvermögens zur Hand. Oder andersrum gilt es ja in der Regel auch, es kostet nur noch ein Tausendstel. Das ist ja das große Versprechen der Computerindustrie der letzten Jahrzehnte. Und so sieht man es natürlich auch in der Geschichte des LRZ. Sie sind in dieser unglaublich exponentiellen Entwicklung immer mit dabei gewesen. Mit heutigen Augen ist es natürlich alles süß, wenn man sieht, worüber man sich 1984 gefreut hat. Da ist ein 2-Doppelprozessor-System eingeführt worden mit, man halte sich fest, 32 Megabyte Hauptspeicher bei beiden Doppelprozessoren. 32 Megabyte, das schaffen heute viele schon mit ihrem Handy und zwar mit einem einzigen Foto. Ich glaube, alleine daran merkt man, welche unglaublich dynamische Entwicklung diese Computerindustrie, die digitale Revolution in den letzten Jahren genommen hat. Im Jahr 2000 ist der erste Teraflop-Rechner hier installiert worden. 1 Milliarde Rechenleistung, Rechenoperationen pro Sekunde. Naja, da gibt es heute auch viele, die da müde lächeln. Wenn wir mal die Smartphones hier einsammeln im Raum, dann haben wir diese Rechenleistung locker zur Hand. Also soll heißen, in der Zwischenzeit, die Entwicklung war einfach unglaublich dynamisch. Mir ist vorhin gerade noch gesagt worden, als der Wolfgang Heubisch Verantwortung trug fürs LRZ, das ist ja noch gar nicht so lange her, 2008 bis 2013. In der Zeit, da war, er hat immer gesagt, man war super schnell. Mit heutigen Augen war es auch nicht mehr so schnell, lieber Wolfgang Heubisch. Wir sind heute 1000-mal schneller als du damals, wenn ich das so sagen darf. Das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht schön für dich, aber damals ging es halt auch noch nicht schneller. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken, hier beim LRZ, da ist wirklich Exponentialität, da ist Digitalisierung zu Hause. Und vielleicht kann man den Fortschritt auch tatsächlich nur daran ermessen, dass man sich hier beim LRZ auf die Fahne geschrieben hat, wir schlagen sogar das Mooresche Gesetz, wir wachsen schneller von der Rechenleistung, als dieses eherne Gesetz der Computerindustrie vorhergesagt hat. Und das Schöne ist, weil dann einer gesagt hat, ja, die Preise, die wachsen mit, ja, das ist eben auch nicht der Fall. Und das zeigt, dass wir hier wirklich heute mit 60 Jahren eine echte Erfolgsgeschichte feiern können. Ich sage allen, die da mitgewirkt haben, ein herzliches Vergelt's Gott auf Bayerisch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Also schneller, haben wir verstanden, ist das Leibniz-Rechenzentrum. Aber weiter gehört natürlich auch dazu. Es ist nie stehen geblieben. Es ist nicht einfach immer nur Rechenleistung mit ein paar Chips dazugeschraubt worden, sondern man hat immer dann auch auf die nächsten Systeme und auf die nächste Generation gesetzt. Das ist das, was jetzt gerade, Herr Kranzelmüller, ja aktuell auch wieder passiert. Ich durfte gerade draußen gemeinsam mit Ihnen den KI-Superchip sozusagen auspacken. Wir waren sehr vorsichtig, ich hoffe, wir haben nichts kaputt gemacht. Ich hoffe, der steht auch noch draußen, der stand, ich glaube, der war auch gar nicht so günstig, steht da so kurz vor der Kreuzung. Also gibt hier nur anständige Leute, lieber Florian Hahn, in dem Landkreis München, bin mir sicher, da hat auch keiner vorbeigeschaut. Das ist was Bemerkenswertes, kommt relativ harmlos daher in so einer Holzkiste und ist Europas schnellster KI-Superchip. Die nächste Generation dessen, was wir brauchen, um all die neuen Anwendungen dann auch laufen zu lassen. Und dann haben wir vorhin gerade noch im Keller mal geschaut, wie es denn ausschaut hier mit dem Thema Quantentechnologie. Und auch da kann man sagen, da beginnt sozusagen die Generation von morgen an Computern zu entstehen. Ehrlicherweise sieht es noch so ein bisschen aus wie beim Apollo-Flug zum Mond. Die Knöpfe sind noch alle recht groß. Habe auch mal einen gedrückt, ist nicht viel passiert. Aber das Versprechen ist natürlich gewaltig.
heute noch ein relativ großer Apparat, aber schon mit einer Rechenleistung, die in bestimmten Feldern jeden klassischen Computer aus dem Feld schlägt. Und deswegen freue ich mich, dass wir das LRZ bei diesem Schneller und Weiter auch regelmäßig begleiten können. Mit verschiedenen Initiativen, mit unserer Hightech-Agenda in Bayern, mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro schwer von unserem Ministerpräsidenten gezielt dazu aufs Gleis gesetzt, dass wir auf diese Zukunftsbereiche setzen. Auf das Thema künstliche Intelligenz, natürlich auf Anwendungen, Cleantech, auf Luft- und Raumfahrt, aber eben auch auf die Computergeneration von morgen und übermorgen, auf das Thema Quantumtechnologie. Ich freue mich, dass hier in München oder in Garching bei München, ich habe gewitzelt kürzlich, wahrscheinlich heißt es demnächst dann München bei Garching, weil hier so viel entsteht. Der Bundestagsabgeordnete ist mit dem Bild sehr zufrieden hier. Es ist wirklich ein Mecker der digitalen Entwicklung geworden. Und das, was hier mit dem Munich Quantum Valley oder mit dem Garching Quantum Valley entsteht, ist schon etwas, was auch auf der weltweiten Landkarte für Aufsehen sorgt. Wir bleiben da nicht stehen, sondern wir gehen da jeden Tag einen Schritt weiter. Sie gehen jeden Tag einen Schritt weiter. Aber Sie machen es, und das ist mein dritter Punkt, nicht nur, damit es immer schneller wird, nicht nur, damit wir die Grenzen der menschlichen Möglichkeiten, der technischen Möglichkeiten immer weiter verschieben. Sie machen es aus einem Grund, nach dem ich gerade auch von der Presse gefragt wurde. Warum? Weil es am Ende menschendienlich ist. Es ist kein Selbstzweck hier, immer den neuesten Prozessor einzubauen, sondern es ist die Aufgabe, die großen Menschheitsfragen zu lösen. Die Frage, wie geht denn das mit unserem Klima weiter? Wie können wir denn da Modelle errechnen, die uns ein besseres Gefühl geben, welche Maßnahmen jetzt verdammt dringend notwendig sind? Bei der Frage der Gesundheit, eines der großen Ewigkeitsversprechen der Wissenschaft, bei der menschlichen Gesundheit, beim menschlichen Leben, die Dinge zu verbessern. Die großen Fragen hier zu lösen, auch das geht nur mit maximaler Rechenleistung. Und so können Sie in jedes Lebensfeld schauen. Am Ende macht immer die Rechenleistung, macht immer die neue technische Möglichkeit einen Unterschied, um dann auch die Grenzen der menschlichen Erkenntnis weiterzubringen. Das kann den menschlichen Geist nie ersetzen. Ich glaube, da sind auch alle hier auf sicherem Stand beim Leibniz-Rechenzentrum. Den Unterschied am Ende macht der Mensch. Aber die Möglichkeiten, die uns die Technik dazu an die Hand gibt, die erlauben uns eben dann auch zu den nächsten Grenzen unserer Erkenntnis aufzubrechen. Weil das alles so wichtig ist, weil wir wissen, was wir am Leibniz-Rechenzentrum haben als unser Stichwort unseres Ministerpräsidenten, IT-Kathedrale, weil wir wissen, was wir daran haben, deswegen ist uns diese IT-Kathedrale, deswegen ist uns das LRZ auch lieb und teuer, darf ich sagen. Lieb, wir kommen gerne, wir schauen uns das gerne an, aber auch teuer, weil wir wissen, dass natürlich jeder Ausbau auch Geld kostet. Und da will ich wirklich Danke sagen für eine echte Gemeinschaftsleistung. Wir haben gerade für 250 Millionen Euro ja den nächsten Ausbauschritt bewilligt, Bund und Freistaat für die Anschaffung des nächsten Systems, des Exascale-Systems. Ich darf Dank sagen dir, lieber Florian Hahn, in Richtung des Deutschen Bundestages, dass der Bund gemeinsam mit dem Freistaat Bayern hier in bewährter Partnerschaft seit vielen Jahren das LRZ kontinuierlich weiter ausbaut, damit es eben immer eines der absoluten Höchstleistungsrechenzentren in der Welt bleibt. Danke will ich aber auch sagen den Institutionen, die dieses LRZ tragen, die Akademie der Wissenschaften, die es seit den ersten Tagen sozusagen macht, lieber Herr Höllmann, aber auch den beteiligten Universitäten, der LMU, der TU und allen anderen, die die Möglichkeiten dieses Leibniz-Rechenzentrums hier nicht nur nutzen, sondern auch mit Tatkraft und Gehirnschmalz dazu beitragen, dass dieses LRZ immer weiter wachsen konnte. Abschließend natürlich danke vor allem aber auch an die hier Beschäftigten. Lieber Herr Kranzelmüller, das, was dieses Team hier leistet, man merkt die große Leidenschaft für das Thema der Computerei. Da ist an manchen Stellen der Charme ein bisschen erhalten geblieben, was so die Garagen im Silicon Valley vermutlich auch ausmacht. Und auch an den anderen Ecken, da schaut es wirklich aus nach absoluter Hoch- und Höchsttechnologie. Es ist vielleicht gerade diese Kombination von so ein bisschen Start-up-Mentalität auf der einen Seite und auf der anderen Seite von maximaler wissenschaftlicher Exzellenz, die notwendig ist, um so etwas dann auch professionell durch die Stürme der Zeit zu führen. Meine Damen und Herren, ich bin total fein damit, wenn in 15 Jahren hier dann wieder groß gefeiert wird, 75 Jahre LRZ
Und wenn dann hier einer der Nachfolger steht und sagt, Mensch, Blume, damals, das war zwar schon schnell, aber inzwischen sind wir 1000-mal schneller und ich wünsche dem LRZ, dass es dann vielleicht sogar 5 oder 10.000-mal schneller ist mit den Möglichkeiten der Quantencomputerei. Ich bin damit total fein, weil ich weiß, stehenbleiben ist hier beim LRZ keine Option, der Fortschritt ist es. Dafür ein herzliches Dankeschön. Dankeschön, lieber Herr Staatsminister Markus Blume, für die emotionalen Worte. Finde ich sehr, sehr schön. Gefällt uns sicherlich sehr gut. Liebe Gäste, das LRZ hat über 6 Jahrzehnte Technologiegeschichte geschrieben und es war immer der Blick in die Zukunft dabei. Es war aber auch immer ein sehr mutiger Schritt, neue zukunftsorientierte Technologien auch anzupacken. Vielleicht auch mal zu sagen, wir probieren das aus und wenn es nicht klappt, ist es auch gut, aber wir haben es probiert. Das ist sicherlich ein sehr wichtiges Merkmal am LRZ. Und natürlich der dritte Punkt, immer im Dialog absolut mit Wissenschaft und Forschung zusammengearbeitet. Das sind die 3 Punkte, die interessant sind. Aber, wenn man jetzt zurückblickt, gibt es 3 wichtige Stationen des LRZs, die dafür verantwortlich sind, dass das LRZ heute ein verlässlicher Partner ist, vor allem aber auch ein stolzer Partner, wenn ich das mal so sagen darf, der Dienstleistung beziehungsweise der Wissenschaft zur Seite steht, mit Dienstleistungen, mit Infrastrukturen. Und es ist eben nicht mehr nur ein Dienstleister, sondern inzwischen ein verlässlicher Partner, meine Damen und Herren. Wir hören jetzt die Erfolgsgeschichte des LRZs, nämlich genau in diesen 3 Stationen. Und wir sind sehr gespannt auf die Worte unseres Hausherrns. Ich freue mich auch auf seine Worte. Er ist der Leiter des Leibniz-Rechenzentrums und auch der Vorsitzende des Direktoriums. Herzlich willkommen, Professor Dieter Kranzl-Müller. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen am Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Herr Staatsminister, ich bedanke mich für Ihre motivierenden Worte, denn das waren Sie und ich denke, das ist auch gerade bei den Mitarbeitern gut angekommen. Ich möchte auch gleich mit Dankesworten beginnen und Ihnen und Ihrem Haus danken. Ich begrüße auch die anderen Kollegen aus dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, mit denen wir eine sehr gute Zusammenarbeit pflegen und wir wirklich auch froh sind, dass wir auf so einen verlässlichen Partner zurückgreifen können. Ich bedanke mich natürlich auch bei unserem Vertreter im Bundestag, Herr Hahn, schön, dass Sie da sind. Der Herr Staatsminister hat es erwähnt, unser Höchstleistungsrechner wird ja zu 50% vom Bund erwähnt und wir sind auch über diese Unterstützung sehr dankbar. Wir sehen auch die Verantwortung, die wir hier haben. Und Verantwortung bedeutet, dass man sich eben auch vorbereitet auf Dinge, die vielleicht passieren könnten. Ja? Und eins der Dinge, das natürlich in den letzten Tagen auch immer über uns geschwebt ist, ist, was passiert, wenn der Kranzl-Müller nicht da ist zur Geburtstagsfeier. Und da kann ich Sie beruhigen. Wir haben natürlich das Thema Resilienz hier sehr hoch gehalten und ich freue mich, die 3 anderen Direktoren im LRZ, die anderen Direktoren zu begrüßen. Professor Hans Bungertz, Professor Thomas Seidel und Professor Martin Schulz, die auch hier sind und natürlich sofort einspringen könnten. Und das reicht uns natürlich nicht als Höchstleistungsrechner. Wir haben auch gesagt, naja, wenn die 3 auch noch ausfallen, was tun wir dann? Dann kann ich mich sehr erfreut zurücklehnen, weil dann gibt es auch meine 2 Vorgänger, Herrn Professor Heinz-Gerd Hegering und Herrn Professor Bode, den ich auch hier sehr herzlich begrüße. Was ich Ihnen ein bisschen zeigen möchte, haben Sie eigentlich schon angesprochen in Ihrer Rede. Und es gibt einen Punkt, der uns beide von der Eigenschaft im Vergleich zum LRZ verbindet. Wir sind nämlich beide jünger als das LRZ. Ne? Diese 60 Jahre werden irgendwann auf uns hoffentlich zukommen. Ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie denn das sich entwickelt hat über die Zeit und warum das, was Sie gesagt haben, wir dürfen nicht stehen bleiben, sich auch schön manifestiert in unserer Geschichte, in unserem Hintergrund. Wir sehen hier auf dem ersten Bild, das wir auf dem Schirm haben, die 3 Stationen, die einfach für die 3 Gebäude stehen. Also wir sind hier schon im 3. Bau des LRZ. Und ich habe Ihnen da draußen auch gerade die Pläne gezeigt für die nächste Ausbaustufe, die dann hier in Garching dazukommt. Aber diese 3 Stationen zeigen es auch über die Zeit hinweg, wie wichtig es ist, diese Digitalisierung voranzutreiben. Und man könnte natürlich sagen, jetzt macht es Digitalisierung seit 60 Jahren. Ist das nicht irgendwann erledigt? Können wir nicht irgendwann damit abschließen? Und Sie werden jetzt sehen, dass die 3 Stationen, die ich ausgewählt habe, das unterstreichen, wie wichtig es ist, dass man dranbleibt
und dass Digitalisierung eben mehr ist, als nur irgendeinen Computer irgendwo hinzustellen, irgendeine Software zu installieren und dann zu sagen, wird schon funktionieren. Das ist es nämlich nicht. Ursprünglich hat man tatsächlich damit begonnen, einfach mal jemanden zu suchen, der sich um die Großrechenanlagen kümmert. Ja? Also auch etwas, wo er hier zielführend für die ganze Welt Sauer und Pilot, die vorangegangen sind und eben einen Rechner hingestellt haben, der schrankgroß war, die PERM, Pilot des erstes Rechenmonster, steht hier unter Hochkomma. Und das ist halt ein typischer Rechner der Zeit, damals zu Beginn des LAZ, wo wir gesagt haben, da wäre es gut, wenn man jemanden braucht, der das betreibt. Und auch hier geht es nicht darum, dass man nur jemanden braucht, der die Hülle hinstellt und wo man den Rechner reinschiebt, sondern wo man sich eben Gedanken macht, was sind die Prozesse rundherum. Als erstes, wie kriegt der Benutzer überhaupt Zugang zu so einem System? Und das machen wir heute noch. Wir bauen auch tatsächlich heute noch Rechner. Sie haben es gerade gesehen mit dem Quantencomputer. Also auch das, was wir vor 60 Jahren gemacht haben, treiben wir noch weiter und führen wir in die Zukunft, weil das notwendig ist, um diese Digitalisierung für die Wissenschaft zu machen. Hier noch eine Reihe von anderen Bildern. Ja, man sieht zum Beispiel auch, dass sich unser Logo weiterentwickelt hat. Also das alte LAZ-Logo zum neuen, in neuen Farben und so weiter. Geht natürlich auch dahin, dass man gesagt hat, naja, die Großrechenanlage ist eine schöne Sache, aber es gibt vielleicht andere Dinge, wo man aus der großen Masse noch etwas rausholen kann, beziehungsweise wo man einfach durch Kompetenz gebündelt an einem Ort für den Großraum München oder für ganz Bayern eben noch etwas zur Verfügung stellen kann. Und das ist unsere Rolle als IT-Dienstleister. Ja, wir betreiben ja zum Beispiel das Münchner Wissenschaftsnetz mit 5000 Kilometer Kabeln an 600 Standorten der Münchner Universitäten und Hochschulen. Also wenn ein Wissenschaftler in München ins Internet will, dann geht er über unsere Leitungen, dann geht er über das Münchner Wissenschaftsnetz. Und das geht weiter mit vielen anderen Dingen, darunter auch die Big Data Initiative, also das, was wir hier speichern, da werden wir später noch mehr dazu hören und so weiter und so fort. Und endet in etwas, was wir den Dienstleistungs- und Gebührenkatalog nennen. Also von dem her etwas, wo man sagt, ja, das kriege ich beim Amt, dann Dienstleistungs- und Gebührenkatalog. Tatsächlich ist das, was wir anbieten. Also der Wissenschaftler kann sich hier aussuchen von einem Angebot an unterschiedlichen Möglichkeiten, an unterschiedlichen IT-Infrastrukturen, was er damit machen kann und was er für seine Wissenschaft tatsächlich braucht. Und damit das alles auch bestmöglich zur Verfügung gestellt wird, kümmern wir uns um Dinge wie zum Beispiel die Professionalisierung von IT-Service und Sicherheitsmanagement. Wir sind das erste akademische Rechenzentrum, das in ISO 20.000 und ISO 27.001 zertifiziert wurde. Jetzt gibt es mittlerweile andere in Europa, die uns das nachgemacht haben. Aber wir haben einmal wieder gezeigt, wie wichtig das ist. Und es ist die Grundlage für all die Prozesse, die wir hier haben und wo wir eben versuchen, unseren Nutzern das auf ein professionelles Level zusammenzubringen. Und dann geht es aber noch weiter. Also wir haben hier ein schönes Bild, Herr Staatsminister AD, wenn ich so sagen darf, Sie erkennen sich auf dem Bild, das war also vor 10 Jahren, als wir den Petaflop-Rechner hier in Betrieb genommen, immer noch mir in Erinnerung ist dieser Einzug in die Champions League des HPC. Also wir sind vorne und wir sind immer noch vorne dabei. Auch der SuperMUG NG, der jetzige Rechner, war auf Platz 8, als wir ihn bekommen haben. Und jetzt muss man sagen, es ist wahrscheinlich der älteste Rechner in den Top 500 Rechnern und ist aktuell immer noch unter den ersten 30 Rechnern dabei. Jetzt braucht man sich keine Sorgen machen, es kommt heuer noch die nächste Ausbaustufe und dann schauen wir wieder, wie es da entsprechend weitergeht. Aber die Nutzung eines derartigen Rechners ist eben nicht etwas, was straightforward ist. Ja? Den kann ich auch nicht reinrollen, anstecken und los geht's. Ja? Sondern, und da schaue ich gerade auch zu dir, lieber Wolfgang, da muss man einiges dazu tun, dass man das entsprechend hinbekommt. Ja? Und das hängt auch wieder davon ab, von den unterschiedlichen Nutzern. Also es gibt die einen, auf die natürlich sofort wissen, das ist jetzt ein neuer Computer, der kann das und das und das nützt sich so und so aus. Ja? Aber es gibt die anderen, die dieses Expertenwissen nicht haben, die Clicker oder die Librarians, wie wir es genannt haben, oder diejenigen, die möglichst wenig tun wollen und trotzdem diese Höchstleistungsrechnung brauchen. Und was uns auszeichnet, ist, dass man das tatsächlich für die ganze Breite der Wissenschaft macht. Also es gibt keinen Unterschied bei uns zwischen den Wissenschaftsgebieten, sondern wir versuchen, das wirklich dediziert für die jeweiligen Wissenschaften zusammenzubringen und den jeweiligen Wissenschaften das zur Verfügung zu stellen.
Und das sieht man dann auch an so Beispielen wie diesen hier. Also jetzt im Bild sehen Sie die weltgrößte Turbulenzsimulation. Also das ist Weltrekord, ja? Ist vielleicht nicht vergleichbar mit den sportlichen, die man sonst in den Medien sieht, aber wir sind stolz darauf. Wir konnten hier den Astrophysikern helfen, einfach zu simulieren, wie Sterne entstehen, und wir haben das in einer Größe gemacht, wie das vor uns noch niemand auf diesem Planeten gemacht hat. Ja? Und natürlich dürfen wir auch nicht stehen bleiben, weil das immer noch nicht groß genug ist, um alles zu verstehen, wie draußen das im Weltall funktioniert. Da sieht man noch ein bisschen einen Schnitt durch diese Wolke, aber das ist ein Beispiel. Ich habe Ihnen auch ein paar andere Beispiele noch mitgebracht, wo es ganz in die andere Richtung geht. Wir haben auch Kollegen Peter Coveney hier. Ja? Dieses Beispiel zeigt den Arterienbaum des Menschen. Wir sind also dran, gemeinsam einen digitalen Zwilling zu bauen, wo wir den Menschen im Computer simulieren. Und was man aktuell mit unserer Höchstleistung simulieren kann, ist gerade einmal der Arterienbaum eines Menschen, weil wir hier so in einer Detailgröße sind, die einfach diese Rechenleistung erwartet. Und mehr können wir nicht. Also es muss weitergehen. Wir wollen natürlich mehr als nur diesen Teil des Menschen simulieren in dem Sinne. Und auch hier gibt es eine schöne Simulation, kann ich auch dazu sagen, da sind wir auch zum Beispiel in die Gruppe der Finalisten gekommen mit dieser Darstellung bei der weltgrößten Supercomputing-Konferenz. Also auch das, was man sozusagen rausholt aus den Ergebnisdaten und wie man das den Wissenschaftlern gegenüber darstellt, ist ein schönes Beispiel, wo wir vorne dabei sind. Dann geht es weiter in eine andere Richtung, eine der unserer letzten Kooperationen, unserer modernsten in dem Sinne, wo wir alle Satellitendaten des DLR bei uns speichern. Ja, alles, was über uns drüber fliegt, Daten produziert, und wir reden hier von 60 Petabyte an Daten. Ja? Die Kollegen vom DLR kommen auch daher und sagen, ich hätte mal 2 Petabyte an Daten. Die kann ich jetzt auch nicht irgendwo schnell unterbringen. Wir stellen hier praktisch eine gemeinsame Infrastruktur hin, wo man nicht nur die Daten bekommt, sondern auch die Analyse hier vor Ort machen kann. Und das kann man dann wieder an den beiden Universitäten nutzen, indem man sagt, wir greifen darauf zu und verwenden eben diesen Datenreichtum. Wir machen dann auch andere Projekte. Lieber Ralf, schön, dass du da bist, Ralf Ludwig von der LMU in diesem Fall. Das ist das Projekt Climax, wo es darum geht, wie denn die Auswirkungen des Klimawandels auf Bayern sind. Ja, Sie haben gesagt, gesellschaftliche Probleme. Ja. Was gibt es Gesellschaftlicheres, als wenn man wirklich versucht zu untersuchen, was bedeutet es, wenn sich jetzt das Klima ändert, und wie verändert sich zum Beispiel die Anzahl und die Schwere von Extremen Ereignissen wie Überflutungen. Und auch das ist ein schönes Beispiel, das man bei uns sieht. Also wir können das in unserem Cave anschauen und wir zeigen dann halt, wie die Aussichten mit der Veränderung und was das bedeutet, wo halt Auswirkungen des Klimawandels auf Überschwemmungen in Bayern in Zukunft zu sehen sind. Ja, und dann machen wir auch noch solche Projekte wie dieses hier. LEDITZ, Lernen mit digitalen Zeitzeugen. Das ist jetzt auch vielleicht etwas, was man nicht sofort mit Physik und so weiter in Zusammenhang bringt, sondern hier geht es darum, dass wir halt versuchen, Zeitzeugen aus dem Holocaust digital aufzuheben mit einer Kooperation, wieder in dem Fall mit der LMU, wo wir eben versucht, den Herrn, in dem Fall ist es Herr Abernaor, ein Überlebender aus Auschwitz, der dann halt im interaktiven Gespräch erklärt, wie das damals war. Ein ganz anderes Themengebiet, aber trotzdem etwas, wo wir als Rechenzentrum unterstützen können und wo wir praktisch unsere Expertise einbringen, um diese Funktion zu ermöglichen und dann draußen in den Schulen auch dieses Wissen entsprechend weiterzugeben. Sie sehen auch hier ganz kurz, also wir geben Fragen ein und der Avatar bzw. das Video, das vorher aufgezeichnet wird in 3D, antwortet dann drauf ganz normal in einem Gespräch. Ja. Auch hierfür brauchen wir wieder hohe Rechenleistung. Ich kann mich erinnern, wie wir diese Videoaufzeichnungen transportiert haben. Das ist so ein Koffer voll Festplatten, der praktisch diese ganzen Aufzeichnungen hergebracht haben, um weiterverarbeitet zu werden. Ja, und Sie haben gesagt, es geht weiter in die Zukunft. Sie haben schon den nächsten Rechner erwähnt. Also wir sind ja sehr dankbar über die Förderung, die uns jetzt zugesagt wurde für den Exascale-Rechner, wo wir halt wieder eine neue Stufe des Höchstleistungsrechnens erklimmen möchten, wieder ausgewählt für die Nutzer. Das heißt, wir sind ja jetzt schon im Beschaffungsverfahren und wir analysieren jetzt schon, was gibt es am Markt und wie passt es am besten zu den Anwendungen, die unsere Nutzer hier brauchen und wo die ihre Probleme entsprechend lösen. Das heißt, so wie wir es hier entsprechend sehen, also nach der PERM, nach dem SuperMUG-NG, geht es auch wieder weiter mit dem nächsten Rechner. Und auch da haben wir uns heute gerade angeschaut, wie das draußen, was notwendig ist an den zum Beispiel baulichen Erweiterungen, um dieses System dann hier betreiben zu können.
Ja, wir müssen aber auch reinschauen. Und da haben wir ein System, und ich habe ja jetzt gerade das neue Plakat von der Hightech AG dabei, und da ist auch ein Löwe drauf. Sie sehen, wir haben auch den Löwen hier im Bild und in unserem Beast. Das ist ein Testbed. Hier untersuchen wir die nächste Generation an Technologien, um zu schauen wieder, wie gut passen die dazu. Und wie Sie selbst gesagt, nicht zum Selbstzweck, weil es auch spannend ist, das einfach zu untersuchen, sondern immer darauf abgestimmt, was braucht zum Beispiel die Frau Professor Gabriel für ihre nächste wissenschaftliche Untersuchung, für ihre Analysen, für ihre Simulationen von Tsunamis. Und der Quantencomputer geht auch in diese Richtung. Ja? Wir betreiben nicht einen Quantencomputer, weil es spannend ist, jetzt so ein Gerät zu haben, sondern unsere Hoffnung ist, dass wir wirklich wieder einen Leistungsgewinn kriegen für die Anwendungen, wo dieses System genau das Richtige ist. Und genau dort, wo wir ihn einsetzen, und dann verbinden wir ihn noch mit unserem Höchstleistungsrechner, sodass die praktisch Arbeitsteilung machen. Der Quantencomputer macht das, was er am besten kann, der Höchstleistungsrechner macht das, was er am besten kann, und gemeinsam arbeiten sie zusammen, um unsere Probleme entsprechend zu lösen. Sie haben es aber auch gesagt, das Wichtige ist tatsächlich auch die Mannschaft, die Expertise, die nicht die künstliche Intelligenz, sondern die natürliche Intelligenz. Und die steckt in den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier im Haus. Ja? Und diese natürliche Intelligenz ist auch ganz was Wichtiges, was wir eben den Wissenschaftlern zur Verfügung stellen. Nicht nur, indem wir mit denen zusammenarbeiten als Partner und deren Lösungen voranbringen, sondern einfach, dass wir auch innovativ neue Lösungen erarbeiten, neue Technologien untersuchen. Und jetzt bin ich ganz stolz, weil ich gerade unterrichtet worden bin, dass wir mit unserem neuesten Zugang jetzt tatsächlich 40 verschiedene Länder bei uns vereinigen. Ja? Also wir haben jetzt Mitarbeiter aus 40 Ländern weltweit. Das zeigt einerseits natürlich, wie groß jetzt unsere Strahlkraft vielleicht schon ist, dass man wirklich Mitarbeiter von überall kriegen, aber auch wie wichtig ist, dass man gerade diesen Zufluss an geistigen Kapazitäten entsprechend weiter vorantreibt. Ja. Und dieses Thema, Francesca, Diversität, ne, Internationalität, deine zwei Themen als Vizepräsidentin, ja, das halten wir auch hier hoch, das ist wichtig, damit diese ganze Geschichte entsprechend vorangeht, damit wir weiterkommen. Ja, mit diesem kurzen Überblick, ich möchte hier gar nicht auf das Weitere eingehen, ich möchte nur noch mal erwähnen, das funktioniert natürlich auch nur mit all den Partnern, die wir haben. Einige habe ich jetzt auszugsweise erwähnt, ich entschuldige mich, wenn ich jemanden nicht erwähnt habe. Alle, die dann später noch beitragen, werden gesondert vorgestellt, einfach im Interesse der Zeit. Aber auch dafür sind wir dankbar und dafür sind wir froh, was wir zusammenarbeiten und eben wieder weltweit von Bayern ausgehend in die ganze Welt hinausreichend, einfach um zu schauen, was können wir machen, damit die Wissenschaft vorankommt und dass wir als Digitalisierungspartner für die Wissenschaft das entsprechend unterstützen können. Vielen herzlichen Dank. Ein herzliches Dankeschön, Professor Kranzl-Müller, für die einleitenden Worte. Jetzt geht es richtig los, meine Damen und Herren. Wir haben hochkarätige Gäste für Sie eingeladen, um den einzelnen Themen des Leibniz-Rechenzentrums auf den Grund zu gehen. Und wir starten jetzt auch schon gleich mit unserer ersten Podiumsdiskussion, meine Damen und Herren. Wenn Sie das Programm gelesen haben, was Sie aber nicht müssen, weil ich es Ihnen natürlich sehr gerne verrate, dann werden Sie gesehen haben, dass jedes Panel, was wir haben, einem Film zugeordnet ist. Das ist eine kleine Spielerei, da haben wir im Hintergrund geschmunzelt. Aber wenn Sie genauer hinschauen, dann werden Sie merken, dass das Hand und Fuß hat, meine Damen und Herren. Und wir begeben uns jetzt zu Beginn an den Rand des Wissensversum. Na, haben Sie rausgefunden, welcher Film das ist? Vielleicht wird es jetzt dann in der Panel-Diskussion etwas klarer, meine Damen und Herren. Das LRZ, das steht täglich im Dienst der Wissenschaft mit dem Ziel, zukunftsweisende Technologien, mehr oder weniger und optimale IT-Infrastrukturen zu entwickeln und bereitzustellen. Und warum machen wir das? Wir machen das für unsere Anwender und Anwenderinnen natürlich. Herr Kranzl-Müller hat es eben sehr, sehr schön gesagt. Das ist im Grunde unser täglicher Ansporn, wofür wir das Ganze machen. Und wenn wir offen und ehrlich sind, hat das am Ende des Tages natürlich das Ziel, für die Gesellschaft rückläufig Vorteile zu bringen. Ich denke an personalisierte Medizin, über die wir auch gleich sprechen werden. Wir sprechen über all diese Themen und ich freue mich jetzt auf meine Gäste, die ich zu mir auf die Bühne bitte. Das wäre zum einen Professor Hans-Joachim Bungertz
Wo ist er? Wo ist er? Wunderbar, er ist schon auf dem Weg. Ich bitte ihn einmal zu meiner Linken. Er ist Professor für Informatik an der Technischen Universität in München und außerdem Mitglied des Direktoriums des LRZ. Aus Perspektive der Anwenderinnen und Anwender, meine Damen und Herren, der LRZ-Ressourcen, um die es ja heute hier gehen wird, möchte ich auf die Bühne bitten, Herrn Professor Wolfgang Wall. Er ist Professor für numerische Mechanik an der Technischen Universität München. Und der Schwerpunkt seiner Arbeit ist eben genau der Blick in die menschliche Lunge. Da freue ich mich sehr. Ich darf Sie zur Rechten bei mir auf die Seite bitten. Herzlichen Dank, Herr Wall. Wir haben Frau Professor Alice Agnes Gabriel, die ich auf die Bühne bitten möchte. Erstmal herzlich willkommen. Sie ist Professorin für Geophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und sie erforscht ganz interessant Erdbeben und Tsunamis. Also das wird auch sicherlich gleich sehr spannend im Gespräch. Und Gunter Schreier möchte ich auf die Bühne bitten. Er ist stellvertretender Direktor des Deutschen Fernerkundungsdatenzentrums. Alle kennen es auch unter Earth Observation Center, meine Damen und Herren, am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Und er analysiert satellitengestützte Erdbeobachtungsdaten. Und ich bin so frech, ich nehme jetzt auch Platz hier in die Runde hinein und freue mich, dass Sie alle da sind. Erstmal herzlich willkommen. Und meine Einstiegsfrage geht direkt an Sie, lieber Professor Bungartz. Die Überschrift unseres Panels, weil ich muss es doch ein bisschen auflösen. Wir schlagen die Brücke zu Star Trek 5. Wir hatten im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen und stellen uns jetzt die Frage, ob Supercomputing möglicherweise analog zum Raumschiff Enterprise gesehen werden kann. Was denken Sie? Also ich dachte bisher eigentlich immer, dass ich der Spezialist für ein bisschen überzeichnete Vergleiche bin. Aber also eine Parallelität gibt es ganz bestimmt. Also meine Generation ist ja noch nicht so sehr emotional gebunden an die Star Trek-Filme, sondern an die Serien. Und da war ja immer in dem Vorspann, dringt vor in Welten, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und das ist natürlich schon ein Thema, das Supercomputing auch umtreibt. Nicht alle Anwendungen sind so, aber es gibt eine ganze Reihe von Anwendungen, die sich eben überhaupt nicht der Forschung erschließen würden, wenn wir nicht Supercomputing hätten. Und insofern stimmt es. Ein Punkt, wo der Vergleich dann vielleicht endet, würde ich jetzt mal sagen, ist der Bereich Propaganda. Da können wir als High Performance Computing sicherlich von Raumschiff Enterprise und Co. noch lernen, insbesondere Astrophysik zum Beispiel. Wenn irgendwo jemand durch ein Teleskop schaut oder wenn auf dem Mars ein Rover irgendwie mal kurz zuckt, dann findet das natürlich sofort Eingang in die Prime News, in die Tagesschau. Das passiert jetzt mit den Rechnungen noch nicht ganz so oft, aber daran arbeiten wir auch noch. Ich bin gespannt. Also wir gehen tatsächlich an den Rand. Können wir das so festhalten? Ja, an den Rand. An den Rand, an den Rand und darüber hinaus. Das wird ja immer größer. Wunderbar. Wir steigen jetzt gleich ein. Ich freue mich sehr über unsere Anwender. Ich glaube, das ist spannend. Wir haben gar nicht so viel Zeit, was ich sehr bedauere. Aber ich denke, wir kriegen das gut hin, was wir machen wollen. Professor Gunter Schreier vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Ich möchte gerne mit Ihnen starten. Erdbeobachtungsdaten liefern Informationen über unseren Planeten Erde. So weit, so gut. Sind quasi auch Rohstoffe für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Was genau analysieren Sie? Ja, vielen Dank. Wir analysieren erst einmal mit diesen Daten, wie sich die Erde verändert. Ich glaube, es ist allgemein bekannt und jetzt auch akzeptiert, die Erde verändert sich. Wir haben einen großen Wandel im Klima. Wir erleben das ja jederzeit. Und auch in anderen Domänen der Erdwissenschaften sehen wir, es tut sich was auf der Erde und das wollen wir natürlich verfolgen. Mhm. Und da ist natürlich die objektive Sicht aus dem Weltall mit all den Parametern, die wir mit vielen, vielen Satelliten, großen Satellitenprogrammen messen, eine der geeigneten Methoden dazu. Und weil das enorme Daten erzeugt, haben wir uns entschlossen, ja auch mit dem LRZ hier zusammenzuarbeiten, um diese Daten auch hier verfügbar zu machen. Das heißt, wir beobachten Wandel in allen möglichen Domänen, nicht nur im Klima. Und wir wollen im nächsten Schritt dann auch wagen, zusammen mit vielen, vielen europäischen und weltweiten Partnern, auch die Prognose zu wagen. Das heißt, das, was man jetzt im Wetterbericht weiß, die nächsten paar Tage im Voraus, wie entwickeln sich Naturphänomene oder Naturkatastrophen? Kann man die vorhersagen? Wie sieht es aus? Das ist einer unserer Themen. Welche Konsequenzen ziehen wir jetzt de facto daraus? Also wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass es ja auch um die Umsetzung geht, dass wir da quasi auch dem Ziel ein bisschen näher kommen.
Eine große politische Frage. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Da gibt es vielleicht noch einige Parameter in der Prognose, ob das ein paar Prozent rauf oder runter geht. Aber es ist natürlich jetzt Handeln angesagt, politisches Handeln, weltweites Handeln angesagt. Ich glaube, die derzeitige gesellschaftliche, politische Situation beschleunigt das ja zurzeit, jedenfalls in der Energienutzung. Und wir stehen dazu bereit und haben das auch in den letzten Jahren getan, um mit objektiven Daten zu sagen, schaut her, so sieht es momentan aus, so war es in der Vergangenheit und so könnte sich das in der Zukunft entwickeln. Und wie gesagt, nicht nur in Bayern, Deutschland, Europa, sondern mit weltweiten Daten, die jetzt dann auch am LAZ zur Verfügung stehen für alle bayerischen Universitäten. Vielleicht zwei Worte dazu. Was ist das Besondere aus Ihrer Perspektive an dem Kooperationsprojekt Terabyte mit der DLR und Das Besondere ist Punkt 1, dass wir mit dem LAZ einen Partner haben, der die Infrastruktur hat, der die Erfahrung hat, der auch den Zugang zu anderen Rechnermöglichkeiten, wir haben jetzt den Exascale-Rechner gehört, wir haben den Quantencomputer gehört. Das heißt, wir können dann mit den Erdbeobachtungsdaten, mit den Erdsystemdaten auch mal außerhalb unseres Perimeters springen und sagen, wir nutzen jetzt auch mal den Supercomputer oder den Quantencomputer. Und wir haben die Möglichkeit, mit dem LAZ diese Daten auch mit akademischen Kollegen teilen zu können über den Multiplikator des LAZ. Und eine weitere Besonderheit, auch viele meiner Kollegen und Kolleginnen nutzen in der Erdwissenschaften die Angebote, die Google und Google Earth Engine und Amazon nutzen. Das ist alles lieb und nett und super. Aber wir wollten natürlich auch eine Entität haben, wo wir sagen, wir wissen, was damit passiert und wir haben das auch hier zu Hause in Bayern zum Beispiel. Sehr schön. Vielen Dank für den Moment. Ich möchte zu Professor Wall gehen, denn ich hatte ja eingangs auch schon gesagt, es wird intensiv an personalisierter Medizin gearbeitet und geforscht. Und Herr Professor Wall, Sie haben den Lehrstuhl für numerische Mechanik. Das hört sich erstmal komplex an, aber ich kann Ihnen gleich beweisen, jeder von uns kann das nutzen und gebrauchen am Ende des Tages. Numerische Mechanik an der TUM auf gut Deutsch. Sie nutzen die IT-Ressourcen des LAZs, um medizinrelevante Themen zu erforschen, aber recht weitläufig. Stichwort, wie ich schon sagte, personalisierte Medizin. Und ich glaube, unsere Zuschauer und vielleicht sogar uns selbst, wir Menschen, interessiert das sehr, was da eigentlich passiert. Aktuell forschen Sie an einem digitalen Modell der Lunge, was ich hochspannend finde. Was steckt dahinter? Ja, vielen Dank. Zunächst mal, wenn man auf die Medizin kommt, wird man nicht einen Ingenieurwissenschaftler erwarten. Ja. Aber ich hoffe, Sie überzeugen zu können, dass das hoffentlich in Zukunft ganz anders sein wird. Hans hat es angesprochen, ich bin auch ungefähr in derselben Alterskategorie und habe als Kind Raumschiff Enterprise geschaut und das vordringt in Welten, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Ich habe mir damals nicht gedacht, wie nah diese Welten sind. Was nämlich beispielsweise ein Mensch und auch ein Mediziner noch nie zuvor gesehen hat, ist, was in der Lunge beim Atmen passiert. Nämlich in den relevanten Bereichen der Lunge, wo die Lungenbläschen sind, da gibt es über 20 Generationen von Atemwegen. Ja. Und alles, was entscheidend ist für Lungenerkrankungen, für Entwicklung, passiert dort unten. Es gibt keine Bildgebungsmethode, keine Messmethode, um festzustellen, was in der Lunge unten passiert, während man atmet, was nicht so schlimm ist, weil das können wir ganz gut. Aber vor allem bei der künstlichen Beatmung, wenn man beispielsweise akute Lungenerkrankungen hat. Und dafür bieten wir sehr komplexe Modelle, um das im Computer ermitteln zu können, was passiert unter bestimmten Beatmungseinstellungen für eine individuelle Person, also nicht populationsgemittelt, sondern wirklich für die Patientin oder den Patienten mit der bestimmten Erkrankung, mit dem Zustand, der momentan da ist. Das ist hochinteressant. Da drängt sich natürlich jetzt bei mir die Frage auf, Sie forschen daran. Also ich habe zwei Gedanken, die ich gern klären würde. Zum einen das Personalisierte. Wie wird das tatsächlich? Also Sie forschen auf der einen Seite, am Ende des Tages liegt der Kranke vielleicht im Krankenhaus. A, wie kommt jetzt das Gerät oder überhaupt das, was Sie erforschen, final ins Krankenhaus hinein? Und forschen Sie jetzt immer wieder neu? Weil personalisiert würde ja heißen mehrfach, auch situationsbedingt. Ja,
Also zunächst mal die Beruhigung für den Minister, wenn das noch hört, ist also, wir werden es in Zukunft auch nicht so haben, dass jedes Krankenhaus ein kleines LAZ im Keller braucht. Ne? Verstehe, okay. Wäre etwas teuer, aber das hebt natürlich die Bedeutung des LAZs nochmal, weil die Modelle, die wir entwickeln, wir müssen sehr komplexe Modelle entwickeln, um sicher zu sein, dass wir auch wirklich abbilden, was in diesem komplexen Organ passiert. Mhm. Und das sind die Dinge, die wir hier am LRZ machen. Mit dieser Erkenntnis entwickeln wir aber sehr vereinfachte Modelle, reduzierte Modelle, wie wir es nennen, die praktisch dann sehr schnell angepasst werden können am Patienten. Und wir haben vor wenigen Jahren ein Spin-off gegründet, das ist ein Start-up, das mittlerweile auch, sagen wir, sehr hochwertig ausgezeichnet wird mit Digital Innovation. Gerade vor wenigen Wochen auf europäischer Ebene den Hauptpreis für Startups im Bereich Digital Health gewonnen hat, mit dem wir jetzt versuchen, diese Technologie tatsächlich an das Bett zu bringen. Also tatsächlich in die Klinik. Mhm. Ist schwierig, gerade im deutschen Umfeld, mit Regulatorik, Medizin, Innovation voranzutreiben. Aber wir versuchen das. Und das soll dann zur Verfügung sein, wirklich als zusätzliches Werkzeug für den Mediziner, dass er in dem Moment, wo er den Patienten oder die Patientin vor sich hat, entscheiden kann auf dieser Basis, welche Beatmungseinstellung bei akuter Lungenerkrankung, das war immer schon wichtig, aber jetzt natürlich durch Covid noch viel mehr, weil viele der Leute, die gestorben sind, haben im Wesentlichen ARDS, wie man diese Krankheit nennt, gehabt. Wie muss ich denn optimal beatmen? Weil die Patienten brauchen Beatmung, um nicht zu sterben. Gleichzeitig sterben aber viele dann an der Beatmung, weil man eben nicht weiß, wie muss optimal beatmet werden. Man bezeichnet das als beatmungsinduzierten Lungenschaden. Und es gibt keine Möglichkeit im Moment für die Mediziner festzustellen, was da gerade passiert. Man kann nur anschauen, wie viel Sauerstoffgehalt ist im Blut, wie viel CO2. Aber ob das zu Entzündungen führt, die in ein, zwei Wochen auftreten, Verstehe. Da gibt es momentan keinen Einblick. Und das ist das, was wir versuchen, direkt ins Krankenhaus zu bringen. Jetzt stelle ich mal ganz provokant die Frage, wie optimistisch sind Sie, dass wir da auf einem guten Weg sind und auch Fortschritte machen? Denn das hört sich ja im ersten Moment ganz schön doch beängstigend an für den Normalsterblichen. Also für mich hört sich das gar nicht beängstigend an. Für mich hört sich das extrem vielversprechend an, ja. Weil, also ich übertreibe nicht gerne, aber ich sehe hier wirklich einen Paradigmenwechsel in der Medizin auf uns zukommen. Die Medizin hat ganz schwierige Herausforderungen. Also im Vergleich zu vielen Dingen, ich komme aus den Ingenieurwissenschaften, ich kann 2, 3, 4, 5, 10 Autos bauen und die mal gegen die Wand fahren, um zu sehen, wie das Crashverhalten ist. Sie haben nie in Ihrer Karriere als Medizinerin 10 Patienten oder 10 Versionen desselben Patienten, wo ich unterschiedliche Therapieoptionen ausprobieren kann. Absolut. Das heißt, ich mache immer nur a posteriori, also danach versuche ich über Multicenter-Studien herauszufinden, ob eine bestimmte Therapie wirkt. Auch wieder bei Covid haben wir es gesehen, eine neue Erkrankung. Wie lange hat es gedauert, um das zu verstehen, was da wirklich passiert? Und was wir bringen, ist praktisch dieser Blick mit Modellen, also und zwar so fundierten, theoretisch so fundierten Modellen, dass wir wirklich in die Zukunft schauen können, wirklich vorherzusagen, mit dem Mediziner zusammen vorherzusagen, bei dieser, wenn ich das jetzt mache in der Operation, wenn ich diese Therapie anwende, dann wird das passieren. Und insofern ist auch, hinkt da sogar der Name digitaler Zwilling, weil der Zwilling, der lebt ja praktisch parallel zu mir. Ja. Aber das hilft mir nichts, wenn mein Zwilling gerade die Operation ausprobiert wird und ich sehe, ob es ihm in 3 Jahren noch gut geht, weil ich brauche ja jetzt die Behandlung. Und das können die Modelle leisten. Ich kann jetzt sagen, wie wird sich das entwickeln. Und insofern ist das für mich nicht angstbedingt, weil es ist zum Schluss wird nicht der Computer entscheiden, was passiert, sondern wir geben diese Informationen und diese Einblicke an die besten medizinischen Kollegen, mit denen wir da sehr eng zusammenarbeiten. Beängstigend meinte ich auch tatsächlich für den Normalsterblichen, wenn man jetzt sich überlegt, dass man möglicherweise falsch beatmet wird. Man braucht Beatmung, aber wird falsch beatmet. Aber Sie sind optimistisch, dass das bald nicht mehr so ganz beängstigend sein muss. Das freut mich. Erstmal vielen Dank für den Moment, Herr Professor Wall. Ich möchte jetzt gerne zu Frau Professor Alice Agnes Gabriel übergehen. Nochmal herzlich willkommen. Wir haben uns eben ganz kurzfristig kennengelernt. Das freut mich aber sehr. Ich habe recherchiert über Sie und habe gleich zu Eingang eine Frage. Sie forschen mit einem Team aus LMU und TUM sehr erfolgreich zu Erdbeeren.
Erdbeben und Tsunamis. Und Sie evaluieren natürlich wertvolle Ergebnisse, ähnlich wie das jetzt auch Herr Schreier macht. Allerdings möchte ich gerne die Unterschiede rausstellen, weil Sie beobachten ja auch oder mehr oder weniger analysieren ja auch die Erde, unseren Planeten, aber ein bisschen anders. Nicht satellitengestützt, sondern doch an der Erde direkt. Was ist bei Ihnen anders und wo liegen möglicherweise Parallelen? Vielen Dank für die Frage. Also wir sind auch am Rand des Wissensversums, aber an einem ganz anderen Rand, nämlich im Erdinneren. Und wir sind als Seismologen, also Wissenschaftler, die Erdbeben interessieren und auch die Interaktion von Erdbeben mit Tsunami, wir verlassen uns auf die Daten, die gesammelt werden. Und da gibt es wirklich eine Revolution eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren, dank der satellitengestützten Erdobservation. Aber wir müssen, was mich interessiert, ist die gleiche Revolution auch in der Modellierung und in der Physik, in dem Physikverständnis der Prozesse im Erdinneren voranzutreiben. Und genau dafür brauchen wir diese Rechenleistungen. Wir haben die Daten, aber wir haben sie nur, also nicht nur, wir haben sie an der Erdoberfläche. Ja. Wir wissen nicht, was im Erdinneren passiert. Wir können nicht so tief bohren. Wir wissen nicht, wie Erdbeben entstehen. Wir können seismische Wellen indirekt dazu benutzen. Eigentlich alles, was wir wissen über das Erdinnere, stammt aus der Analyse von seismischen Wellen, sind indirekte Beobachtungen, wie in der Medizin, mit Tomographie, eine Analyse des Erdinneren. Aber was wirklich eine große Herausforderung ist, sind die physikalischen Prozesse an Erdbebenquellen oder wie Erdbeben mit Tsunamis zusammenwirken. Und dafür benutzen wir Physik, grundlegende Physik, Mechanik, auch Ingenieurswissenschaften, und wir versuchen das zu kombinieren mit den großartigen Datensätzen, die wir wirklich revolutionär haben in den Erdwissenschaften, und beides zusammenzubringen, um besser zu verstehen, wie Erdbeben entstehen, wie sie Tsunami auslösen und dann eben auch, um bessere Vorhersagen zu treffen. Weil im Moment ist das ein ganz großes Problem, dass wir zum Beispiel nicht wissen, ob ein Magnitude 8 Erdbeben ein Tsunami auslöst oder nicht. Es ist unvorhersehbar im Moment. Verstehe, dann haben Sie ja fast ein ähnliches Problem wie Herr Professor Wall, nämlich, dass Sie nicht weit reingucken können. Also im Grunde genommen sind die Schichten ja begrenzt, ähnlich wie bei der Lunge. Kann man das so sagen? Jedes Erdbeben ist auch ein individueller Patient für uns sozusagen. Ich verstehe. Vielleicht ein bisschen einfacher ausgedrückt, so für den Normalsterblichen. Wo genau lassen Sie die Daten dann final einfließen und was haben wir als Gesellschaft jetzt davon? Natürlich, die Voraussagen, die Sie dann treffen, retten uns oder retten uns im Zweifel nicht, je nachdem. Genau, also wir benutzen die Daten erstmal, um die Modelle zu erstellen, also in die Richtung eines digitalen Zwillings von einem großen Erdbeben, was passiert ist, und dann auch, um die Modelle zu verifizieren. Und wenn man es einfach ausdrücken will, kann man sich vorstellen, zum Beispiel das Sumatra-Erdbeben von 2004, das am Weihnachten passiert ist, da gab es die Abrutschung, also die Erde hat sich bewegt über eine Strecke von 1500 Kilometern. Das ist eine riesige Bewegung, und dann gab es eben den Tsunami, der ausgelöst wurde, der bis nach Südafrika sich ausgebreitet hat. Und um da von diesen Prozessen wirklich die Physik aufzulösen, brauchen wir den ganzen Supermuck, um das zu simulieren. Und das hilft uns dann zu verstehen, was genau hat eben diesen Tsunami ausgelöst und ist die Physik, die dieses Erdbeben beschreiben kann am besten. Und dadurch können wir dann natürlich hoffentlich für kommende Naturgefahren bessere Vorhersagen treffen. Das klingt alles sehr toll. Und das LHZ ist quasi der Nährboden oder die Basis, auf der Sie final arbeiten. Jetzt würde ich gerne in den zweiten Bereich auf uns eingehen, also auch nochmal auf Sie direkt eingehen, nämlich auf aktuelle und künftige Anforderungen, die Sie als Anwender und Anwenderinnen an die Rechenleistung haben. Und möglicherweise auch darauf eingehen, ob sich die Rechenleistung in Zukunft verändern muss. Und wenn ja, wie? Professor Hans-Joachim Bungert zu meiner Linken. Ich darf Sie wieder mit in die Runde integrieren. Das LHZ liefert nicht nur die Technologien und die Infrastrukturen, sondern hat sich zu einem Innovationspartner entwickelt. In diesem Zusammenhang, wie sieht so eine Forschungspartnerschaft aus? Ja, wenn man an die Nutzung am LHZ sieht, dann sind das natürlich ganz komplexe Prozesse. Zum Beispiel die klassische Simulation ist so, dass am einen Ende steht die wissenschaftliche Fragestellung, das Modell sozusagen, und am anderen Ende steht dann der Rechner. Oder wenn man jetzt mehr in eine Datenanalyse-Anwendung geht, da stehen am einen Ende die Daten, die man irgendwie erzeugt, gewinnt, und am anderen Ende steht der Rechner. Dazwischen drin passieren aber viele spannende Sachen. Da passiert eine Modellierung, da brauche ich eine Algorithmik, da brauche ich geeignete Programmiersprachen, die das abbilden, da brauche ich im Bereich der Datenanalytik Verfahren der KI, da brauche ich Machine Learning. Das heißt, wenn man jetzt
da eben nur aus einer Perspektive rangeht, dann kann man immer einen kleinen Teil verbessern und das trägt dann schon auch zu einer Beschleunigung bei. Mhm. Aber man kann eben das Potenzial nicht ausnutzen. Deswegen braucht man Interdisziplinarität, da sind ganz verschiedene Disziplinen gefragt. Man braucht auch eine gesunde Balance, denke ich, aus auf der einen Seite dieser Dienstleister der Wissenschaft und möglichst nah an der Anwendung Perspektive. Aber andere Dinge passieren eben gar nicht so nah an der Anwendung. Wenn ich einen Compiler entwickle, wenn ich ein Laufzeitsystem entwickle, wenn ich einen Gleichungssystemlöser entwickle, da steht dann nicht so sehr die Anwendung im Vordergrund, sondern das ist im Grunde genommen etwas relativ Generisches. Andere Dinge sind wieder sehr, sehr stark an der Maschine. Also ich brauche verschiedene Disziplinen, ich brauche verschiedene Perspektiven und die muss ich zusammenbringen. So, und da ist jetzt eine Einrichtung wie das LAZ einfach das ideale Forum, der ideale Marktplatz, wo diese Leute, diese Expertisen einfach zusammenkommen. Mhm. Und wo man sich jetzt nicht bemühen muss und künstlich irgendwie einen Workshop abhalten muss, sondern wo das einfach hier ist. Und ich glaube, das ist der wesentliche Vorteil. Und so laufen dann im Prinzip eben auch Partnerschaften ab, dass die verschiedenen Bereiche ihre Expertisen, ihre Erfahrungen, ihre Fragestellungen, ihre Probleme einbringen und man dann eben gemeinsam versucht, das Optimum rauszukitzeln, vieles anhand einer Anwendung, aber vieles eben auch weitaus über eine konkrete Anwendung hinausgehend. Und so bringt man dann auch die Dinge dann in die Breite, weil ich meine, das LAZ ist ja jetzt nicht nur, selbst wenn es jetzt drei Superkunden sind, aber man ist ja jetzt nicht nur für eine kleine Gruppe von Aufgabenstellungen zart, sondern man hat ja die Aufgabe, die Wissenschaft in der Breite zu bedienen. Und diese Breite wird immer größer. Vor 10, 15 Jahren war zum Beispiel aus dem Bereich der Geisteswissenschaften noch kaum jemand hier irgendwie. Jetzt, seitdem eben dieser induktive Schritt kommt, das heißt von den Daten Erkenntnis gewinnen, also über die Datenanalytik, tummeln sich natürlich ganz andere Wissenschaftsbereiche. Denen muss man ja auch gerecht werden, da muss man auch was bereitstellen. Mhm. Also das ist ein komplexes Gebilde und ich würde sagen, für mich ist eben das ein Rechenzentrum und ein großes und ein südes LAZ ganz besonders, muss diese Marktplatz-Funktionalität haben, dass es die Leute zusammenbringt, dass die Leute aber auch so zusammenkommen können und dass daraus dann die wirklichen Fortschritte entstehen. Eine kurze Antwort wünsche ich mir jetzt zu der nächsten Frage. Da hatten wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, nämlich parallelisierte Prozesse. Sie haben den Blick dafür, was bei den einzelnen Anwendungen ähnlich ist, wovon dann möglicherweise, Sie sprachen von unseren großen, tollen Kunden, aber auch die breite Masse soll bedient werden, wo man dann ja quasi wieder Rückschlüsse ziehen kann auf andere Unternehmen. Also das sind jetzt im Prinzip ein bisschen zwei Dinge. Auf der einen bezeichnen wir ja mit Parallelität, also das, wo sich die Rechenleistung wirklich das, was die Maschine dann am Ende des Tages rausbringt. Und das muss ich natürlich, da muss ich eine Anwendung fähig machen, dass sie das ausnutzt. Mhm. Der andere Begriff Parallelität, der ist auch wichtig. In der Tat gibt es besonders viele Muster, also zum Beispiel Strömungen, die sind einfach in ganz vielen Bereichen. Die sind im Ingenieurwissenschaften Aerodynamik, Auto im Windkanal, die sind in der Medizin Luftströmung durch die Lunge, die sind in der Astrophysik. Wir haben in der Vergangenheit viele Fälle, wo das Rad wirklich mehrfach erfunden wurde, wo aus einer Anwendung heraus und aus einem Tuning für die Anwendung heraus irgendjemand plötzlich ein mathematisches Tool erfunden hat, weil uns das hilft. Natürlich hilft uns das, aber das hilft vielen anderen eben auch. Und darum ist es eben auch wieder wichtig, dass man da eine größere Truppe hat und auch eine größere Fächervielfalt hat, weil dann eben diese verschiedenen Bereiche zusammenkommen und man vielleicht verhindern kann, dass man das Rad mehrfach erfindet, vielleicht dafür das nächste Rad erfindet. Hoffe, das war kurz genug. Wunderbar, ganz lieben Dank. Also das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich bedauere, dass wir nicht noch weiter diskutieren können zu dem Thema. Wir müssen uns von Ihnen leider verabschieden für den Moment. Herzlichen Dank, liebe Professorin Gabriel, lieber Herr Professor Wall, lieber Herr Professor Schreier und auch lieber Herr Professor Hans-Joachim Bunkertz. Schön, dass Sie da gewesen sind. Dankeschön. Liebe Gäste, unsere zweite Podiumsdiskussion zurück in die Zukunft der IT. Sie wissen schon, von welchem Film ich spreche. Möglicherweise reißen wir das auch gleich an, meine Damen und Herren. Im Zentrum steht jetzt die Zukunftsorientierung des LAZs, die stetige Weiterentwicklung und auch die permanente Technologieerkundung gewährleistet effiziente und an der Stelle auch sichere Dienstleistungen, die wir unseren Partnern bereitstellen. Und genau darüber möchten wir jetzt sprechen, natürlich über die Themen Quantencomputing, künstliche Intelligenz,
Intelligenz, das ist das, was uns momentan intensiv beschäftigt. Und für diese Themen, ganz offen gestanden, Sie merken schon, wie komplex das alles ist, brauchen wir auch perfektes, hochqualifiziertes Personal. Darüber sprechen wir jetzt auch. Und ich möchte sehr herzlich meine nächsten vier Gäste auf die Bühne bitten. Ich freue mich zunächst auf Professor Martin Schulz. Wo ist er? Ist er da? Wunderbar, er ist schon fast zu meiner Seite. Er ist Professor für Informatik an der Technischen Universität München und im Direktorium des Leibniz-Rechenzentrums. Herzlich willkommen. Professor Thomas Seidel möchte ich auf die Bühne bitten. Er ist Professor für Informatik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ebenso Mitglied im Direktorium des LRZs. Außerdem ist er Leiter. Darf ich Sie zu meiner Linken? Ich freue mich sehr, wenn Sie links von mir sitzen. Außerdem sind Sie Leiter des Munich Center of Machine Learning. Da kommen wir dann gleich auch noch auf das Thema Fachpersonal zu sprechen. Und wenn wir schon beim Personal sind und bei Studium und Lehre sind, meine Damen und Herren, Frau Professor Helena Liebelt möchte ich gerne auf die Bühne bitten. Freue mich sehr, dass sie aus Deggendorf heute bei uns ist. Dieses Mal live. Im letzten Jahr konnten wir uns ja nur virtuell begegnen. Sie ist Professorin für Informatik an der Technischen Hochschule. Die Universität haben wir im Blick, aber noch ist es die Hochschule in Deggendorf. Und sie ist Leiterin des IT-Zentrums. Und vertritt natürlich heute unsere Ausbildungsperspektive, die sehr spannend ist. Professor Gerhard Wellein möchte ich ebenso auf die Bühne bitten. Er ist Professor für Hochleistungsrechnen an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. So, wir sind in einer neuen Runde zusammengekommen. Ich freue mich sehr und ich starte gleich in meinen ersten Themenblock hinein. Professor Seidel, dieser geht an Sie. Rechenarchitekturen, so kann man es sagen, werden immer komplexer. Also im Grunde genommen können wir gar nicht so schnell schauen, wie die Rechenarchitekturen wachsen. Machen neue Technologien wie das Quantencomputing und möglicherweise auch neue Methoden in der künstlichen Intelligenz das Supercomputing am Ende überflüssig? Also danke für die Frage. Dass die Sachen immer komplexer werden und immer vielfältiger, heißt ja nicht, dass es deswegen überflüssig wird. Ich glaube, gerade die Kombination von den vielen Technologien, da liegt der Charme drinnen, das, was wir für die Zukunft brauchen. Mhm. Und es gibt auf der einen Seite natürlich die größere Komplexität, die Dinge, die Quantencomputing, wo natürlich erstmal die Physiker die Nase vorn haben, um zu verstehen, mit welchen Differentialgleichungen man genau beschreiben kann, was da eigentlich passiert. Und die Informatik, die kommt ja so im Nachgang, wenn ich Systeme bauen will, die nicht nur auf der technologischen Ebene mit der Tiefkühlung und alles, was ich da brauche, sondern das wird immer noch einmal 50 Qubits oder so, was so die großen Quantencomputer ausmachen, wenn das mal mehr werden, wenn die Programme mal ein bisschen komplexer werden und nicht durch ein paar Elemente beschrieben werden können, sondern durch viele, dann brauche ich so Dinge wie Software Engineering, wie geht auf einer höheren Ebene das Debugging, die Modularisierung von komplexen Aufgaben runter auf die Ebene, dass ich sie auf diesen komplexen Rechner dann berechnen kann. Also die Komplexität steigt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Beobachtung, dass die Komplexität wieder sinkt an vielen Stellen, nämlich der Durchbruch in den KI-Architekturen, die wir haben, basiert auf dem Grundprinzip der Vektorrechner, wenn man mal so ein altes Wort benutzen darf, nämlich ein und dieselbe Operation wird ganz, ganz stark, ganz viel parallel immer gleich ausgeführt. Also wir haben nicht die verschiedenen Abläufe und die Verschiedenheit der Datenbearbeitung, sondern eine große Gleichförmigkeit. Und das wurde durch die Spieleindustrie getrieben, dass die Entwicklung da finanziert werden konnte, dass wir also die Vektorrechner, heutzutage bekannt als die Grafikrechner, weil sie aus der Grafik kommt, auch in hohem Maße für Aufgaben der künstlichen Intelligenz verwendet werden können. Also es geht in die höheren Komplexitäten, aber auch einfache Dinge in ihrer Vielfalt, in der hohen Parallelität spielen eine große Rolle. Es ist also eine sehr spannende Welt, in der wir da gerade sind. Verstehe, also Supercomputing wird bei uns bleiben. Es wird immer schneller, auf immer besser, Fall. Immer optimaler und dann mit anderen Systemen und Technologien entsprechend kombinierbar. Das ist vielleicht das große Geheimnis in diesem Zusammenhang. Lieber Professor Schulz, wenn wir einen Quantenprozessor in ein Physiklabor platzieren würden, ist das per se natürlich eine tolle Sache, aber bringt uns nicht wirklich so richtig weiter. Besser ist es, so wie Sie es machen, nämlich den Quantenprozessor in ein High-Performance-Ressourcen-Infrastruktur gegebenes Rechenzentrum zu
implementieren, um dort den Anwenderinnen und Anwendern die Möglichkeit zu geben, daran zu testen, damit zu arbeiten, mit dem Blick auf die Weiterentwicklung. Warum? Es kommt auch wieder auf die Vielfalt zurück, die wir gerade angesprochen haben. Quantencomputing ist eines dieser Elemente für das High-Performance-Computing, das wir in die Zukunft weitertragen werden, dass das High-Performance-Computing weiterentwickeln wird. Und dementsprechend ist auch eine Verbindung zu den gegenwärtigen Systemen natürlich durchaus notwendig hier. Zuerst natürlich mal in der Forschung, in der Untersuchung, dass wir die Sachen verbinden können. Wie gehen wir damit um? Damit müssen wir auch noch lernen. Wie gesagt, das waren bis jetzt in Physiklaboren. Es ist was Neues für uns hier. Wir müssen damit lernen, wie man die in Zukunft auch bedient, aufbaut, wartet, die Software dafür schreibt. Und dann natürlich dann die Sache zur Verfügung stellen für den Anwender. Und das geht natürlich auch wieder nur zusammen mit den bestehenden Ressourcen, dass wir die als eine Einheit nutzen können. Und da hilft uns natürlich sehr, dass wir das vor Ort haben und auch eben dann auch direkt verbinden können. Und dann das, was wir auf den kleinen Experimentalsystemen, wie wir sie jetzt haben, gelernt haben, dann eben auch auf die Produktionssysteme übertragen können. Verstehe, das macht Sinn. Also man kann besser damit arbeiten. Ich stelle mir das in einem Physiklabor tatsächlich etwas überflüssig vor, wenn er da steht und keiner richtig damit agieren kann. Man kann es ja auch so, das ist richtig, man kann es auch so vergleichen, wie man heute bei den Halbleitern hat. Ja. Die Halbleitertechnologie kam aus den Physiklaboren, wird auch noch weiterentwickelt. Wir haben auch noch die Physiklabore, um die neue Technologie natürlich zu entwickeln. Nur die Anwendung passiert dann eben bei uns im Rechenzentrum in den größeren Varianten, in Varianten, die wir dann den Benutzern direkt zur Verfügung stellen können. Perfekt. Vielen Dank für den Moment, Herr Professor Schulz. Herr Professor Wellein, zu Ihnen möchte ich gerne ein kleines Experiment wagen, hätte ich fast gesagt. Nein, um Himmels Willen. Sie nutzen High-Performance-Computer seit den 90er Jahren und Sie sind mit dem Leibniz-Rechenzentrum sehr intensiv verbandelt, wenn ich das mal so lax ausdrücken darf. Ich möchte gerne mit Ihnen eine kleine Retroperspektive antreten und wagen. Das LHZ, hatten Sie mir erklärt im Vorgespräch, das war schon immer daran interessiert, neue Technologien mutig zu evaluieren und entsprechend zu entwickeln, zu generieren. Kann man da Rückschlüsse auf die heutige Zeit schließen, wenn man quasi die Vergangenheit mit der heutigen Zeit vergleichen möchte? Ich denke, gerade in dem Umfeld ist der Titel des Filmes sehr gut gewählt. Genau. Passend, dass Zukunft und Vergangenheit zusammenpassen und in einem gesehen werden muss. Mhm. Wie Sie schon erwähnt haben, ich verfolge das LHZ schon sehr lange. Ich durfte zwei Phasen begleiten von den dreien. Ich durfte auch mit allen dreien jetzt anwesenden Direktoren zusammenarbeiten. Das war immer sehr hilfreich und ich habe immer gelernt, dass das LHZ immer zunächst den Blick auf den Anwender hat. Was braucht der Anwender? Wie bringe ich den Anwender voran? Und das Zweite, auf gleichem Niveau ist, nicht ausgetretene Wege zu verfolgen, sondern immer zu schauen, wo geht es denn hin? Was kann ich besser machen? Wie kann ich neue Technologien in die Anwendung bringen? Mhm. Ein Beispiel dafür: Herr Hegering wird sich sicherlich noch erinnern, im Jahr 2000 der erste Teraflop-Rechner in Europa, 1 Billion Rechenleistungen. Hitachi, niemand hatte so ein System gekauft. Das war ein mutiger Schritt, aber es war ein richtiger Schritt. Die Leute haben Hybrid parallelisieren gelernt. Anwendungen aus dem Bereich CFD haben Performance-Levels erzielt, die sie davor nicht gesehen haben. Das war immer eine Maßgabe des LHZ, im Blick den Anwender haben, aber nie ausgetretene Pfade zu folgen. Die Altex, große Shared-Memory-Systeme, große Parallelisierung, wie es wir jetzt auf dem Knoten benötigen. Das war immer der Weg und das LHZ hat es konsequent fortgeführt. Und gerade jetzt sieht man das jetzt auch. Die Technologie bleibt nicht stehen, im Gegenteil, sie beschleunigt sich. Wir sehen die Diversität in den Architekturen, das hat ja einen Grund, warum muss ich jetzt einen eigenen Cluster bereitstellen, wo neue Architekturen den Benutzern angeboten werden, weil sich neue Pfade, nicht ausgetretene Pfade eröffnen. Und da war das LHZ immer vorne dabei und ist vorne dabei. Und insbesondere jetzt, der Begriff ist wahrscheinlich abgegriffen, der Quantensprung mit dem Quantencomputer, das ist natürlich jetzt eine ganz neue Skala der Innovation. Und letzten Endes gehen wir zurück in die erste Phase des LHZs. Wir gehen zurück zu einer Maschine, zum physikalischen Experiment. Das sind keine Knoten, keine Racks mehr,
sondern das sind dicke Knöpfe und da kommt der Kryostat und wird nicht das REC in den Rechnerraum geführt. Verstehe. In dem Zusammenhang eine Frage vielleicht. Könnte man jetzt die Euphorie für den Quantencomputer mit dem Fluxkompensator vergleichen? Also wenn man jetzt die Euphorie vergleichen möchte und ein kleines bisschen mit diesem Film in Gedanken die Podiumsdiskussion führt. Ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Der Fluxkompensator, der hat neue Dimensionen eröffnet. Ja. Auch der Quantencomputer kann neue Dimensionen eröffnen. Es ist ähnlich wie der Fluxkompensator. Jeder schaut fasziniert drauf, möchte ihn haben, möchte ihn benutzen. Genau. Aber keiner weiß eigentlich, wie er wirklich funktioniert. Mhm. Und gerade hier ist für die Wissenschaft noch eine große Herausforderung, das voranzubringen. Und Dieter Kranzmüller hat es ja auch auf einer Folie erwähnt. Das ist kein reines Informatikproblem. Das ist ein sehr breites, interdisziplinäres Problem, diese Technologie voranzubringen und diese Technologie auch nutzbar zu machen. Absolut. Vielleicht in diesem Zusammenhang, Herr Kranzmüller ist gerade nicht im Raum. Ach doch, da hinten ist er. Wunderbar. Ich möchte an eine Aussage von ihm erinnern. Er sagt, wir müssen uns immer weiterentwickeln und wir dürfen auch nicht stehen bleiben. Und das passt, glaube ich, sehr gut in diesem Zusammenhang. Das haben wir immer gemacht, das machen wir auch weiter und das wird auch in Zukunft so sein, meine Damen und Herren. Ich möchte jetzt zu unserem zweiten Themenblock greifen. Ich sprach bereits von Fachkräften, meine Damen und Herren, die wir generieren müssen, die wir möglicherweise erziehen müssen und auch ausbilden müssen. Und da freue ich mich sehr, dass ich aus Deggendorf Frau Professor Helena Liebelt an meiner Seite habe. Und mit Ihnen möchte ich in das Thema jetzt gerne ein bisschen einsteigen. Sie sind Professorin für Informatik an der Technischen Hochschule in Deggendorf und auch Leiterin des IT-Zentrums. Das würde ich im zweiten Schritt beleuchten wollen. Wie verändern die aktuelle IT und die neuen Zukunftstechnologien das Studium und die Lehre? Und was sollen vor allem junge Forscher und Forscherinnen können, müssen, sollen in der Zukunft? Ich finde, das ist eine sehr interessante Frage, vor allem mit Blick auf künstliche Intelligenz, Quantencomputing, all diese Dinge. Wir haben ja vorhin vom Herrn Blume gehört, dass er einen tollen neuen Chip vorne gesehen hat in einer Holzkiste. Das ist zwar schön, ja. Wenn wir niemanden haben, der das Ding betreiben haben, kann, dann haben wir maximal einen sehr teuren Türstopper. Mhm. Also brauchen wir faktisch ausgebildete Fachkräfte, die mit dieser Technologie umgehen können. Mhm. Und das andere Problem dabei ist natürlich, dass wir Physiker haben, Mathematiker haben, Geoforscher haben, die mit ihrer Forschung sich beschäftigen wollen, wollen sich nicht mit Informatik beschäftigen. Das sollten sie auch nicht müssen. Mhm. Heißt für uns, wir brauchen Experten, auch hier am LAZ, was dieses Wissen bündelt, das dieses Wissen anbietet. So dass der Physiker sich auf seine Physik konzentrieren kann und die Technik funktioniert. Denn das erwartet der User. Also tatsächlich genau diese Aufteilung, Quantenprozessor im Physiklabor und im Zweifel im LRZ dann die Anwender, die tatsächlich daran arbeiten können. Und diese Art Anwender, die bilden Sie aus. Wir haben uns das letzte Mal getroffen, als auch hier in Garching im LRZ, als wir das Quantum Integration Center gemeinsam eröffnet haben. Da war auch noch unser Dr. Markus Söder mit dabei. Es war eine sehr schöne Veranstaltung und da war es ganz spannend bei Ihnen in Deggendorf, denn da standen Sie kurz vor einem neuen Studiengang. Wie ist da der aktuelle Status? Also das ist was ganz Fantastisches. Ich bin ein großer Fan vom Herrn Söder in dieser Beziehung. Ja. Seine Ansage war ja, wir bringen die Besten nach Bayern. Und genau. Das haben wir wörtlich genommen und haben das auch getan. Wir haben einen neuen Masterstudiengang im letzten Jahr, im letzten Wintersemester gegründet, zur HPC und Quantencomputing. Und das Ganze haben wir weltweit geöffnet, das ist auch englischsprachig, und haben die Besten wirklich mit sehr rigorosem Auswahlverfahren nach Deutschland geholt. Und die Ersten werden jetzt fertig. Und soweit ich schon gehört habe, die Ersten fangen dann auch am LAZ an. Das sind, glaube ich, schon da, der eine oder andere, wenn man das mal an der Stelle erwähnen darf. Genau, das ist für mich eine fantastische Erfolgsgeschichte, dass wir eben die Besten uns geholt haben, ausgebildet haben, und zwar mit diesen Zukunftsthemen, mit Quantencomputing, und so einen Studiengang gibt es bundesweit noch gar nicht, zweites Mal, und sie dann hoffentlich auch hier im Lande halten können. Also für mich ist das ganz was
Fantastisches. Das ist sehr spannend. Jetzt sind Sie ja, ich sage jetzt mal so frech, Spezialistin für Studiengänge, denn Sie haben schon wieder einen neuen Studiengang in der Pipeline. Sie sind spezialisiert auch auf Jugendbildung, deswegen entwickeln und generieren Sie offensichtlich auch neue Studiengänge. Und jetzt haben Sie einen entwickelt, einen weiterführenden Studiengang, den Bachelor des Rechenzentrums Managements. Und da ja die Rechenzentren immer komplexer werden, bin ich jetzt sehr gespannt, was Sie berichten dazu. Ja, das ist natürlich ein zweites Thema. Rechenzentren betreffen uns alle. Und wenn ich in meiner Jugendbildung in die Gymnasien reingehe und mit den Kindern spreche und einfach provokant die Frage stelle, ja, wann habt ihr denn das letzte Mal mit einem Rechenzentrum gehabt? Gibt es erstmal große Fragen und große Fragen in den Augen. Dann sage ich, naja, das letzte Mal, als ihr das Telefon in der Hand hattet. In der Tat. Da kommt ein Aha. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, und wer soll das denn betreiben? Wer soll das planen und bauen und wirklich den neuen, also wir haben natürlich Energiekrisen, wir haben Umweltkrisen. Das heißt, das Ganze muss natürlich auch weitergetrieben werden, innovativer werden, auch umweltverträglich werden. Wer soll das denn tun, wenn nicht die neue Generation? Und da sind wir eben dabei, auch diese auszubilden im Bachelor. Das heißt, das ist ein Grundstudium, wo man gegebenenfalls eben den Master mit HPC noch draufsetzen kann. In der Tat. Und Sie sind auch wieder Vorreiter für Deutschland. Sprich, es gibt so einen Studiengang noch nicht. Und dieser beinhaltet auch, wenn ich das richtig verstanden habe, betriebswirtschaftliche Komponenten, dass man also ein Unternehmen, da gehört ja mehr dazu, also unser Professor Kranzelmüller ist da Profis und wir bilden quasi jetzt neue Professoren Kranzelmüllers aus, wenn man das so sagen darf, in klein, in neu, denn man hat ja den Blick auch auf Personal, man muss das einstellen, man muss möglicherweise solche Veranstaltungen wie heute organisieren, man muss überall seinen Blick haben. Wie sieht so ein Studiengang aus? Der Studiengang ist wirklich gespickt mit Fachinformationen. Ja. Grundsätzlich, und der Herr Kranzelmüller wird es sicherlich bestätigen, viele der Mitarbeiter auch hier in diesem wundervollen Haus sind Quereinsteiger und belichten sehr, sehr gut und fachlich exzellent einen bestimmten Aspekt des Rechenzentrums. Was wir versuchen zu tun, ist eben diese ganzheitliche Ausbildung, die alles im Blick hat. Von der Infrastruktur, von dem Housing, von der Kühlung, von Umweltaspekten, Strom, all das, aber inklusive eben diese betriebswirtschaftlichen, der rechtlichen Aspekte, sodass wir eben wirklich diese gebündelte Macht und Information in die Unternehmen, in die Forschung bringen können, um eben auch solche Häuser unterstützen zu können. Perfekt, klingt ganz toll. Erstmal vielen Dank für den Moment. Startet im Herbst dieses Jahres. Korrekt. In Deggendorf. Perfekt. Bringen Sie Ihre Kinder zu uns. Ja, unbedingt, unbedingt. Lieber Herr Professor Seidel, als Leiter des Munich Centers of Machine Learning steht bei Ihnen künstliche Intelligenz im Zentrum. Wie sieht das jetzt aus Ihrer Perspektive aus? Wie ändern sich die Bedarfe für die Studierenden in Ihrem Umfeld? Ja, also die Ausbildung der Studierenden ist ein wichtiges Element. Wir haben uns am Anfang, als es die Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gab, gefragt, was ist jetzt Kompetenzzentrum, was soll das eigentlich sein? Und dann haben wir auf der einen Seite Grundlagenforschung sehr hoch in den Vordergrund gestellt, aber gemerkt, das ist nicht nur unsere eigene Kompetenz oder die Kompetenz der Community, die wir fördern sollen, sondern eben auch die Vernetzung mit anderen Wissenschaften, mit der Industrie, also allen Wirtschaftsbereichen, die eine Rolle spielen. Und da ist ein Schlüsselelement eben genau der Punkt, den Sie ansprechen, der jetzt gerade auch das Thema war, die Ausbildung und auch Weiterbildung von Fachkräften. Also wir denken nicht nur darüber nach, die jungen Leute in den Studiengängen entsprechend Themen des maschinellen Lernens, der künstlichen Intelligenz weiterzubringen, sondern eben auch in die Weiterbildung zu gehen, was in Zukunft auch eine Aufgabe der Universitäten immer stärker sein wird. Denn große Unternehmen sagen, unsere Ingenieure, die wir vor 10 Jahren oder vor 15 oder vor 20 Jahren eingestellt haben, die sind alle total super, aber die haben noch nie was von diesen modernen neuen Techniken kennengelernt. Wir können die ja nicht alle rausschmeißen, das wäre sozial nicht vernünftig. Und die neuen, die wir da bräuchten, an die kommen ja gar nicht in dieser Zahl dran. Also es ist da ein großer Mangel. Also was können wir denn tun, um die in der Weiterbildung voranzubringen? Natürlich lassen wir aber dann nicht die neuen jungen Leute außer Acht. Und wir haben jetzt einen Teil schon auf den, in der genaueren Planung, dass wir eben KI-Elemente, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen für alle Studiengänge anbieten.
anbieten wollen als einen kleinen Kurs, dass man so ein paar Credits dafür bekommen kann, wenn sich das in den Studienplänen als Wahlfach unterbringen lässt oder ein Zertifikat oder irgendeine Form, dass jeder mal so eine Literacy, wie wir das nennen, also so eine Lesefähigkeit, ein Grundverständnis, was geht denn da überhaupt, was kann ich denn mit Daten anfangen? Und in den Bachelorstudiengängen, Masterstudiengängen, die wir da entsprechend auch immer weiterentwickeln. Data Science war jetzt so eine Welle, die wir auf der einen Seite an der TU und bei uns an der LMU auch ausgebildet haben. Das nächste wird jetzt eben so künstliche Intelligenzprogramme sein. Welche Elemente, die wir in der Forschung vorantreiben, sind auch welche, die wir dann vielen anbieten müssen. Und das sind die mathematische Grundlagen, statistische Grundlagen, die Informatik dazu, auch Anwendungsbezüge. Jede Anwendung tickt ein bisschen anders. Dass man da sprechfähig wird, das ist ein wichtiges Element in diesen Ausbildungen. Absolut. Das klingt für den Moment erstmal sehr spannend, aber wenn wir den Blick genauer hinwerfen, sprechen wir auch sehr gerne mal von dem sogenannten Fachkräftemangel. Mhm. Wir müssen jetzt Fachkräfte ausbilden, das haben wir für den Moment gesagt. Aber wie ist es denn eigentlich? Und da würde ich gerne nochmal auf Herrn Söders Gedanken der Hightech-Agenda zurückkommen. Denn er sagte, wir brauchen die hellen Köpfe in Bayern. Frau Liebelt hat das nun umgesetzt. Ich glaube, in gewisser Weise setzen Sie es auch bereits um. Aber wie halten wir denn jetzt eigentlich diese Fachkräfte dann auch in der Branche, in dem Beruf? Ich denke möglicherweise auch an die Bezahlung derselben. Was schlagen Sie vor? Wenn ich darf, das ist natürlich ein großes, großes Drama und ein großes Problem. Zum einen sind wir nicht auf Massenfertigung ausgelegt, wollen wir auch nicht. Wir wollen eine qualitativ hochwertige Ausbildung bieten. Das ist ein wirklich auch sehr forderndes Studium. Und da fallen halt eben keine Hunderte von Experten dabei raus. Das heißt, die Anzahl ist an sich schon mal begrenzt. Das heißt also, wenn man das erhöhen möchte, müssen sich natürlich weitere Hochschulen, Universitäten diese Ausbildung anschließen, um das Ganze zu fördern. Das zweite Problem ist natürlich ein politisches, möchte ich meinen. Diese Experten, die wir ausbilden, die haben jetzt schon Angebote, Jobangebote, weil natürlich, wenn Sie Stellenanzeigen schauen, Quantenexperten, die werden Ihnen natürlich noch vor Abschluss abgenommen. Was machen denn aber solche universitätsnahen Einrichtungen? Die sind natürlich an Tarif gebunden und können natürlich mit Industrie selten mithalten. Und das ist, denke ich, ein großes Problem, wenn wir den Mittelbau stärken wollen, wenn wir diese Experten hier bei uns auch einbringen wollen, da wird es eng. Was sagen Sie, Herr Seidel? Jetzt war ich gerade so fasziniert von der Antwort von der Kollegin, dass ich Du könntest auch gerne so stehen lassen. Also ich habe noch mehrere Fragen, aber vielleicht haben Sie auch noch eine kleine Idee, Thema Tarifverträge, wie man das anpassen kann? Ja, wir sind auch immer auf der Suche nach Ideen. Bei uns ist der Mangel in der Forschung, dass unsere Postdocs nicht an der Uni bleiben wollen. Die werden aufgesaugt von der Industrie, die auch ganz viele KI-Labore betreibt. Also nicht nur in den Forschungsabteilungen, auch in den Anwendungen. Ich weiß nicht, wie man es attraktiver gestalten kann von den Arbeitsumfeldern. Da sind wir haben an den Universitäten immer sehr viel Freiheit im Angebot, aber die Industrie bietet momentan auch sehr viel Freiheit an, flexible Arbeitszeitmodelle, diese Dinge. Ja, also in der Tat. Den Punkt, also es wird schwieriger, die jetzt ganz eigennützig für uns in unseren Bereichen an den Universitäten gedacht. Wenn man das breiter sieht in der Welt, ich glaube, man muss einfach die jungen Leute dafür interessieren und wirklich mehr Leute reinbringen, ohne dass wir in Massenmodus kommen und dann kriegen wir sie nicht mehr bewältigt. Eine direkte Antwort haben wir auch nicht, aber es beschäftigt uns. Also wir sind uns aber einig, es gibt viel zu tun und das Thema darf man nicht unter den Tisch kehren. Jetzt würde ich gerne noch einen letzten Gedanken haben und zwar, wir gehen jetzt nicht zurück in die Zukunft, sondern wir gehen nach vorne in die Zukunft, in die echte Zukunft. Und jetzt frage ich in die Runde hinein, also sehr offen an all meine vier Gäste hier auf der Bühne, mit was arbeiten wir in 5 Jahren? Und wie arbeiten wir in 5 Jahren? Das ist der eine Gedanke. Und aufgrund der Zeit werfe ich den zweiten Gedanken gleich mit hinein. Es ist ja so, dass es vor 60 Jahren keine Rechenzentren wie heute gegeben hat. Wie sieht es denn aus? Wird es in 60 Jahren Rechenzentren geben, so ähnlich wie sie heute sind? Oder aber ist denkbar, dass es Quantencomputing-Rechenzentren gibt, respektive KI-Rechenzentren? Das würde ich gerne in die Runde reinwerfen und von jedem mir eine Antwort wünschen. Fangen wir bei Herrn Schulz an vielleicht.
Ja, sehr gerne. Also rechnen in 5 Jahren. Ich denke, wir werden weiterhin Hochleistungsrechenzentren brauchen, weiter Hochleistungsrechnen tun. Mhm. Es wird vielfältiger werden, es wird bunter werden. Wir werden verschiedenste Technologien zusammenführen müssen, ja, und damit auch automatisch interdisziplinärer. Auch die Komplexität braucht eine engere Zusammenarbeit zwischen den Anwendern und zwischen den Experten auf der Architekturseite, auf der Softwareseite. Und da sind so Rechenzentren natürlich wirklich ein schöner Nexus dazwischen. Wenn wir es weiter in Zukunft gehen, 60 Jahre ist natürlich jetzt ein großer Sprung und eine schöne Vorhersage. Ich denke mal, dass also was man mehr und mehr sieht, ist auch die Cloud-Rechenzentren bekommen mehr und mehr Wichtigkeit. Und auch mal für die Anführungsstrichen Massenbetrieb auch sicherlich interessant. Ich denke aber, wir werden immer noch so Spitzenpunkte brauchen, wo wir direkt die Innovation vorantreiben, wo wir die nächste Generation machen, bevor es in die breite Masse geht. Und da haben Rechenzentren, die nahe an der Wissenschaft sind, die nahe an der Forschung sind, dicht, also meiner Meinung nach immer noch eine Zukunft. Und auch, ich glaube, wir werden keine reinen Quanten und keine reinen KI-Rechenzentren sehen. Okay. Brauchen wir die Integration, die bunte Vielfalt, dass wir halt für die richtigen Anwender die richtigen Lösungen zur Verfügung stellen können. Mhm. Herr Wellein? Ja, ich denke, für die Mehrheit der Menschen wird sich das Arbeiten in den 5 Jahren nicht ändern. Wir werden unsere mobilen Geräte haben, die werden immer schlauer. Sie werden uns immer mehr Informationen liefern, ob wir sie haben wollen oder nicht. Sie werden immer mehr Daten von uns auch abziehen und abverlangen. Ja. Das Backoffice, was dahinter steht, das wird natürlich komplexer werden. Das wird spezialisierter werden. Ja. Wir werden spezialisiertere Hardware-Architekturen sehen. Wir werden Quantencomputer sehen. Wir werden eine weitere Entwicklung bei den Quantencomputern sehen. Wir werden auch sehen, dass die Informatik und die Physik noch enger zusammenarbeiten muss. Wir werden hier über die Disziplinen hinausschauen müssen, um das voranzutreiben. Es erinnert mich etwas an den Beginn des Rechnens, wo ja, Elektrotechnik ja der Vorreiter war, um die Technologie wirklich gangbar zu machen. Das sind so die Blick, was die nächsten 5 bis 10 Jahre betrifft. Universitäre Rechenzentren, wie auch immer sie dann genannt werden, sind aus meiner Sicht ein unverzichtbarer Bestandteil einer Universität, weil in diesen universitären Rechenzentren sich die Entwicklungen, die Forschungsaktivitäten im Bereich der Informationstechnologie manifestieren und auch weiterentwickelt werden und zum Teil erstmalig angewandt werden, auch im universitären Feld. Also das ist eine Art Technologiepartner der Universität, das Rechenzentrum. Absolut. Das hört sich gut an. Ich sehe, Frau Liebelt greift zum Mikrofon. Ich komme selbst von aus einem Bereich, wo wirklich Technologie auch hergestellt wird oder wird. Und es ist so, dass HPC gerade unsere Testbox ist, ja, für alle neuen Technologien, die hier verfeinert werden und dann sich in anderen Bereichen mit der Zeit wiederfinden. Das heißt, all diese Innovationen, die Sie heute in der Hosentasche haben, in Ihrem Laptop drin, die wurden maßgeblich vom HPC früher mitentwickelt und verfeinert. Das heißt, für mich ist das eigentlich naheliegend und selbstverständlich, dass wir auch weiterhin diese Technologievorreiter, diese Kathedralen haben werden, um für uns diesen Wellenbrecher zu machen. Das ist ein sehr schönes, sehr schöner Abschlussgedanke. Lieben Dank, Frau Professor Liebelt. Herr Seidel, hatten Sie was Wichtiges noch dazu? Dann würde ich es aus Zeitgründen jetzt ganz kurz und knapp einbauen. Okay, versuche ich es ganz kurz und knapp. Ich habe 2 Punkte. Das eine ist die Beobachtung, dass natürlich werden alle Geräte und das, was wir in der Hosentasche rumtragen und auf unseren Laptops haben, immer leistungsfähiger. Aber ja, die Leistungsfähigkeit, die wir brauchen, die Beispiele, die wir heute gesehen haben mit Tsunami, mit Medizin, Auswertung, das kriegen wir nie auf die kleinen Geräte. Dafür brauchen die großen Rechenzentren. Auch in unserem MCML haben wir bei der Beschaffung von ein bisschen mehr Rechenkraft gesagt, das schafft auch unsere Kühlanlage in unserem Rechenkeller im Institut nicht. Da ist das LRZ da und da sind wir sehr froh, dass das LRZ sofort darauf eingestiegen ist. Wir haben jeden Support, gerade in den Fragen, wie Sie gesagt haben, wie geht die Beschaffung, es ist nicht nur der Stromanschluss hinten, das muss alles zusammenpassen, dass wir da so eine tatkräftige Unterstützung bekommen haben und eben diese große Investition jetzt hier im Haus unterbringen konnten, sodass alle darauf zugreifen können. Und der zweite Gedanke, ich glaube, Rechenzentren werden einfach immer wichtiger.
wichtiger. Wenn ich mein Handy oder mein Laptop verliere, ist ein Schade um die Hardware und dass es weg ist, aber es sind nicht die Daten weg, denn ich habe eigentlich gar keine Daten mehr auf meinen Rechnern drauf. Natürlich zum Bearbeiten werden die technisch da drauf geladen, sonst geht das nicht. Aber das ist alles in der Cloud und da gehört es auch hin. Wenn man zu Hause überlegt, dann wird man in Zukunft nicht mehr die große CD-Sammlung im Wohnzimmer da stehen haben, sondern man hat den Streaming-Dienst. Und das ist ja ein Rechenzentrum. Irgendwo im Hintergrund läuft das alles. Und ich glaube, wenn man zusammenarbeitet, am selben Antrag schreibt, dann werden wir in Zukunft nicht mehr Word-Dateien hin und her schicken, sondern wir arbeiten jetzt schon auf zentralisierten Bearbeitungsmechanismen von verschiedenen Herstellern, nicht nur den einen Dominanten, wo man immer sofort drauf geht, sondern auch andere. Und das wird immer mehr zunehmen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Leistung, die nur über zentrale Rechenzentrumsfunktionen. Absolut. Und die werden wahrscheinlich immer besser, immer stärker. Wir sind ja jetzt gerade schon im nächsten oder in der Vorbereitung auf das nächste Level des HPCs. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Professor Seidel aus dem Direktorium des LRZs. Lieber Herr Professor Schulz, herzlichen Dank auch an Sie. Lieber Herr Wellein, schön, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Und liebe Frau Liebel, Sie bleiben noch bei uns heute, auch aus Deggendorf. Schön, dass Sie da sind und herzlichen Dank für das Gespräch. Liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, wir sind mitten im Gespräch und wir gehen jetzt auf unsere dritte Panel-Diskussion zu. Und da ist nochmal ein ganz interessanter Ansatz im Zentrum, nämlich der Ansatz, dass, ich denke wieder an den Film, die IT-Welt nicht genug ist. Und das LRZ hat genau das umgesetzt, denn das LRZ ist nicht mehr ein reines Dienstleistungsunternehmen oder liefert eine reine Dienstleistung, sondern ist bis zum heutigen Tage, und das wird immer intensiver, ein verlässlicher Partner für die Digitalisierung in der Wissenschaft, meine Damen und Herren. Ein kompetenter Partner. Und ich möchte jetzt unsere drei Hauptpartner, also die drei Hauptpartner des LRZs, auf die Bühne bitten. Zum einen die Ludwig-Maximilians-Universität und die Technische Universität München. Das Besondere daran ist, dass es sich dabei um zwei Exzellenzuniversitäten in Deutschland handelt. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und zwar zwei Exzellenzuniversitäten, für die das LRZ als einziges wissenschaftliches Rechenzentrum das Rechenzentrum zur Verfügung stellt. Das ist sehr besonders. Und unser dritter Partner ist die Bayerische Staatsbibliothek in München, auch ein sehr wichtiger Partner für uns. Sie ist die zentrale Universal- und Landesbibliothek des Freistaats Bayerns und eine der bedeutendsten europäischen Forschungs- und Universitätsbibliotheken, Universalbibliotheken mit internationalem Rang. Und alle drei möchte ich jetzt zu mir auf die Bühne bitten. Ich starte aber mit unserem Herrn Professor Helmut Reiser. Er ist Professor für Informatik an der LMU und stellvertretender Leiter des Leibniz-Rechenzentrums. Schön, dass Sie da sind. Wieder zu meiner Linken, das freut mich sehr. Herzlich willkommen. Ich bitte auf die Bühne von der TUM, wie wir immer sehr liebevoll sagen, Herr Dr. Alexander Braun. Er ist Senior Vice President und CIO an der Technischen Universität in München. Herzlich willkommen. Sie dürfen sich noch einen Platz aussuchen. Für den Moment, sehr schön. Professor Dr. Francesca Biagini, sie ist Professorin für Mathematik und Vizepräsidentin der LMU für Internationales und Diversity. Ein sehr herzliches Willkommen, liebe Frau Biagini. Und Herrn Dr. Klaus Zeinova, er ist Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek. Ich freue mich, dass er da ist. Wunderbar, ein herzliches Willkommen erstmal in die Runde zu meinen vier Gästen. Und die erste Runde wird wieder eine offene Runde sein. Ich habe es ja schon gesagt, Sie sind unsere Hauptpartner und starke Partner an unserer Seite des LRZs. Was brauchen Sie in der Zukunft vom LRZ, damit Sie die Partnerschaft quasi auch als Kunde als optimal erleben? Wer möchte anfangen? Fange ich vielleicht mit Ihnen an? Wunderbar, Mikrofon ist da, perfekt. Wir haben ja als Startpunkt den Titel eines James-Bond-Films. Ja, in der Tat. The World is Not Enough, soweit ich weiß, ist der von 1999. Und da denke ich natürlich dran, dass wir unser
MDZ, unser Münchner Digitalisierungszentrum mit DFG-Förderung, bereits im Jahr 1997 halt gegründet haben. Ja. Mit DFG-Förderung. Und wir waren dann im Jahr 2004 so weit, dass wir durch fleißige Digitalisierung von Kulturgut 1900 Kodak Gold-CD-ROMs hatten und irgendwie festgestellt hatten, so geht das alles nicht weiter. Und das war der Startpunkt unserer Kooperation mit dem Leibniz-Rechenzentrum. Wir haben die also samt und sonders transferiert auf den seinerseitigen Tivoli Storage Manager. Und wie klug das war, dass wir also diese letzte Chance, den 1900 CD-ROMs sind schon etwas, ergriffen haben, wurde mir 10 Jahre später klar, als ich in Japan in einem hochrenommierten IT-Institut war und die hatten, ich glaube, 85.000 CD-ROMs. Und auf die Frage, wie kriegt ihr die jetzt mal auf so einen Storage Manager, war halt große Ratlosigkeit da. Also wir haben da gerade noch die letzte Chance ergriffen, das Leibniz-Rechenzentrum als Partner zu finden. Und so ging das dann eben auch immer weiter. Mhm. Das kam dann also mit der Langzeitarchivierung, dann kam die Verkündungsplattform des Freistaats Bayern. Und heute haben wir an der BSB überhaupt keinerlei jetzt Blech mehr, wie man immer so ein wenig halt salopp sagt, sondern das liegt alles hier im Leibniz-Rechenzentrum. Und als Partner ist er für uns halt ganz wichtig, weil all das, was wir dort zur Verfügung stellen, und das führt vielleicht auch auf den Titel, die IT-Welt ist nicht genug, sondern es muss ja irgendwoher auch der Content kommen, der dann prozessiert wird, wären wir nichts ohne das Leibniz-Rechenzentrum. Wir haben im Augenblick pro Jahr eine gute Million Downloads ganzer digitalisierter Werke für Wissenschaft und Forschung, für die Digital Humanities, und diese ganze jetzt Prozessierung auch hochauflösend für Forschungsumgebung wäre überhaupt nicht möglich, wenn wir nicht als Backup das Leibniz-Rechenzentrum hätten. Das heißt, Sie sind schon begeistert, wir haben bis heute alles richtig gemacht, wenn ich das richtig zusammenfasse. Ja, das kann man so sagen. Und wenn Sie sagen, was wir uns für die Zukunft wünschen, da kommt natürlich dieses, was Sie ansprachen, also nicht nur Dienstleister, sondern Partner. Wenn ich daran bedenke, dass also Quantenprozessierung, wenn ich daran bedenke, dass halt Exascale-Computer da sind, wenn ich daran bedenke, dass auch diese ganzen KI-Anwendungen jetzt da sind, dann freuen wir uns natürlich auch darauf, dass das Leibniz-Rechenzentrum auch zu uns kommt und sagt, hey, ihr habt da wahnsinnige Content-Mengen. Wir sind ja unter allen digitalen Anbietern im Kulturbereich der größte in ganz Deutschland, dann freuen wir uns natürlich auch darauf, dass man uns Vorschläge jetzt macht, was man sonst noch alles mit dem tun kann, außer es der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Wunderbar. Erstmal für den Moment vielen Dank. Liebe Frau Biagini, haben Sie Wünsche an die Zukunft, an Ihr Rechenzentrum? Ja, natürlich ist zuerst die LMU jetzt Richtung Quantentechnologie und KI groß unterwegs, auch dank der ITech-Agenda konnten wir viele Professuren in künstlicher Intelligenz auch besetzen, und zwar fachübergreifend. Und da brauchen wir natürlich die Unterstützung von LAZ. Aber wie Sie auch schon gehört haben, unterstützt das LAZ mit seinen Strukturen und Infrastrukturen und so weiter, eigentlich die LMU wirklich fachübergreifend, und zwar vom MINT-Fächer bis zu den Geistwissenschaften. Und deswegen brauchen wir auch eine große Unterstützung im Bereich Big Data, also Data Management, Data Storage, Analysis von Big Data, Virtual Reality. Wir haben schon gehört, dass unsere Geowissenschaften da groß unterwegs sind. Bildgebung, das ist natürlich fundamental von der Medizin, für die Astrophysik. Sie kennen vielleicht jetzt die Bilder, die jetzt in den Zeitungen erschienen sind, bis zu Neurowissenschaften, Bioinformatik. Aber wir haben auch so große übergreifende Themen, zum Beispiel Forschung Data Management, das ist ein großes Thema auch für die DFG. Wie verwalten wir unsere Daten, wie garantieren wir Datenschutz, aber gleichzeitig, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse auch frei verfügbar sind oder reproduzierbar sind. Und on top würde ich auch das Thema IT-Sicherheit ansprechen, die eine große Rolle spielt. Und in summa summarum, so kurz gefasst, wünschen wir eigentlich uns, dass der LAZ immer einen Schritt weiter vorne ist, sodass unsere Wissenschaft auch
großartiger werden kann. Das klingt schon mal sehr gut. Erstmal herzlichen Dank. Bevor ich gleich auf Sie zukomme, was Sie dazu sagen, ich sehe Sie, Sie strahlen schon, weil Sie das genau alles so gerne hören wollten, habe ich den Eindruck. Lieber Herr Braun, haben Sie Wünsche aus Ihrer Perspektive der TUM? Ja, um es vielleicht recht einfach zu sagen, von allem mehr. Von allem mehr, verstehe. Ich meine, es ist ja schon jetzt eine sehr fruchtbare Partnerschaft im Bereich High-Performance-Computing, GPU-Computing, Storage. Und wir merken natürlich bei uns, dass das aktuell einen enormen Boom erfährt und wir einfach wirklich einen enormen Bedarf haben an mehr GPU-Power für Machine-Learning-Anwendungen. Mhm. Wir haben einen enormen Speicherbedarf für diese Datenmodelle, die da dem zugrunde liegen. Die müssen alle irgendwie irgendwo sinnvoll gespeichert werden, dass sie auch irgendwie zur Verfügung stehen, dauerhaft. Und da haben wir einfach einen enorm steigenden Bedarf, einen immer größer werdenden Bedarf. Und das Ganze auch im Kontext Health Data, also das heißt medizinische Daten, die ja auch enorm gestiegenen Datenschutzanforderungen unterliegen. Auch da brauchen wir Lösungen, wie können wir die künftig sinnvoll abspeichern. Und deswegen relativ einfach runtergebrochen, viel mehr von allem und in bewährter Qualität. Wunderbar, ich denke, das können wir dienen. Also jetzt, wenn ich hier die rechte Seite mal anschaue, Herr Zainova ist wunschlos glücklich. Sie hatten jetzt den Schwerpunkt auf IT-Sicherheit gelegt, da werden wir gleich drauf eingehen. Und Sie sagen, Sie möchten von allem mehr. Das ist eine Dynamik, die hier von rechts rüberkommt. Lieber Herr Professor Reiser, können wir das liefern? Wollen Sie das liefern? Ich denke ja, ich hoffe. Wir wollen das auf alle Fälle liefern, aber erst möchte ich mich mal bedanken. Ich bin geplättet, ob des positiven Feedbacks von unseren Kunden auch, was ich erstaunlich finde, ist die fachliche Breite und die inhaltliche Breite. Und ich würde gerne das Wort vom Herrn Cinova aufgreifen, das Blech muss nicht mehr an der Universität im Keller stehen oder in der Staatsbibliothek im Keller stehen. Und gern machen wir mehr und größer und besser und professioneller. Das ist unsere Aufgabe, das wollen wir. Und mit Ihnen zusammen werden wir das sicher erreichen. Perfekt. Können wir wieder Herrn Kranzelmüller zitieren. Er sagt, immer weiter, nicht stehen bleiben. Und insofern würde das auch auf Ihr Konto wieder einzahlen, lieber Herr Braun. Lassen Sie uns auf das Thema IT-Sicherheit übergehen. Die Digitalisierung und das Vernetzen, das steigt ja rasant. Das ist unsere Aufgabe, das wollen wir auch so. Hat damit Universitäten und Forschungsinstitutionen aber auch ein Stück weit unsicherer gemacht. Wie reagieren Sie darauf als LRZ? Wir haben uns nach, wie es der Herr Kranzelmüller auch schon erwähnt hat, nach ISO 27001 zertifizieren lassen. Mhm. Das ist ein internationaler Standard für Informationssicherheitsmanagement. Da geht es weniger um die technische Sicherheit, sondern es geht um Prozesse und um Menschen und wie arbeiten die Menschen zusammen. Mhm. Und da ist ein Prinzip der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Wir überlegen uns nach jedem Sicherheitsvorfall beispielsweise, was könnte man anders und besser machen. Und wir überlegen uns auch vorher, was tun wir, wenn denn ein katastrophales Ereignis eintritt. Wie reagieren wir da drauf? Mhm. Und diese Professionalisierung zeichnet sich halt dann, oder das macht sich dadurch bemerkbar, dass wir oft sehr, sehr schnell reagieren können und auch sehr fundiert reagieren können. Das hat uns bei einigen Sicherheitsvorfällen der letzten Zeit schon sehr geholfen, dass wir uns vorher überlegt haben, was tun wir denn, wenn ein Sicherheitsvorfall eintritt. Macht Sinn. Also es geht quasi um die Zertifizierung, die wir nächste Woche geupdatet bekommen. Genau. Es geht um Sicherheits- und Service-Management, also beide Komponenten. Genau, das ist. Da drücke ich uns die Daumen, aber ich denke, wir kriegen es. Sie sagen ja, Sie haben sich vorher schon die Gedanken gemacht. In der Tat. Lieber Herr Reiser, offene Wissenschaft braucht Transparenz, das steht auf jeden Fall schon mal fest. Aber die IT-Sicherheit soll gewährleistet werden, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Wie sieht es jetzt aus? Es sind Regeln notwendig, aber möglicherweise auch Verbote. Wie kriegt man das jetzt alles unter einen Hut? Man muss versuchen, die Freiheit der Wissenschaft nicht einzuschränken. Eine Universität und eine Forschungseinrichtung ist was anderes als ein Unternehmen. Bei einem Unternehmen kann ich von oben durch einfach Richtlinien durchdrücken. Das ist beim Audit auch immer interessant. Ja. Wenn die Auditoren dann sagen, wieso regelt ihr das nicht? Was macht ihr stattdessen?
Also wir müssen uns Mechanismen überlegen, um Angriffe zu erkennen und zu verhindern, ohne jetzt zu sagen, wir machen den Internetübergang dicht und wir lassen überhaupt nichts mehr zu. Also wir sind eine offene Infrastruktur. Es ist auch bei uns Bring Your Own Device, wo viele Unternehmen schwitzen, ist bei uns Alltäglichkeit. Jeder Student bringt jedes Gerät, das er zu Hause hat, mit in unser Netz und wir müssen damit umgehen können. Und wir können nicht sagen, du darfst dieses Gerät nicht in unser Netz bringen, wie es die Unternehmen machen. Also da geht es wild zu, auf gut Deutsch. Es geht wild zu, aber wir haben das durchaus im Griff. Also obwohl es wild zugeht und obwohl wir eine wilde Infrastruktur haben in manchen Bereichen, glaube ich, sind wir, was IT-Sicherheit anbelangt, sehr, sehr gut aufgestellt. Wir erkennen beispielsweise auf Studentenrechnern, dass der Rechner infiziert ist und sperren dann diesen Rechner und schicken dem Studenten eine Mail und sagen, installier doch mal einen Virenscanner und setz dein System neu auf. Perfekt, also im Grunde genommen haben Sie da dann schon auch Module, die das direkt erkennen, wo Sie dann sagen können, alles wunderbar, kannst du machen, aber bitte optimieren. Perfekt, das klingt doch aber schon mal sehr gut. Ich möchte jetzt einen ganz spannenden Aspekt in unserem dritten Themenblock aufgreifen, und zwar das Thema Digitalisierung aus der Perspektive. Treibt es uns? Also sind wir von der Digitalisierung getrieben? Es ist eine offene Runde jetzt. Oder treiben wir die Digitalisierung an? Da bin ich sehr gespannt auf Ihren Eindruck. Wer möchte anfangen? Herr Braun vielleicht? Sie schauen schon so. Ja, also die Frage ist natürlich jetzt im aktuellen Kontext sehr gegeben. Stichwort Remote-Lehre und all diese Themen, die uns sehr schnell zum Handeln gezwungen haben und die auch dafür, dass es so spontan klappen musste, extrem gut geklappt haben, muss man sagen. Deswegen in dem Kontext ist es natürlich schon eine, wir wurden getrieben, wir sind da, wir mussten handeln, aber es ist natürlich eine enorme Chance, die wir da jetzt haben. Und insbesondere, das geht auch um Arbeitszeitmodelle, Homeoffice und Ähnliches, Remote-Arbeiten, das sind alles Dinge, die dürfen wir jetzt nicht wieder aufgeben. Wir müssen jetzt schauen, dass wir diese Möglichkeiten, die wir jetzt entdeckt haben, muss man ja irgendwie fast sagen, wirklich im Positiven weiter nutzen und da das Maximale rausholen. Deswegen würde ich sagen, jetzt ist die Chance, es besser zu machen. Perfekt, vielen Dank. Lieber Herr Zeinhofer, was sagen Sie? Sind Sie getrieben oder treiben Sie? Ja, also ich würde gern diese Frage versuchen, dialektisch zu beantworten. Wenn man sagt, wir treiben, das ist dann natürlich ein hoher Anspruch. Also treiben tun irgendwie Twitter und Facebook und Elon Musk oder wer auch immer. Und getrieben wäre natürlich auch falsch. Das hieß ja, dass wir reagieren. Ich wähle immer ganz gern die Formulierung, wir lassen uns treiben. Ja. Also wir entscheiden uns wirklich zu sagen, ja, wir folgen den Streams, den jetzt Mainstreams und Innovationen, die da sind. Ganz konkret heißt das beispielsweise für uns, dass wir all das, was wir digitalisieren, als offene Daten zur Verfügung stellen. Das ist für uns ein riesiger Schritt, weil wir damit sagen, wir entlassen sie aus unserer Datenhoheit und lassen sie in ganz fremden Zusammenhängen, die wir auch nicht kontrollieren können und wollen, halt arbeiten. Nicht, dass wir also beispielsweise virtuelle Arbeitsumgebungen jetzt bauen, wo also verschiedenste Anwender jetzt weltweit unsere Digitalisate aus der Bibliothek Nationale Francs zusammenführen können in einer jetzt Arbeitsumgebung. Und weil wir das tun, weil wir uns da quasi also einen Kontrollverlust wirklich auch aussetzen über das, was wir als Content jetzt herstellen, ist es für uns umso wichtiger, dass also die Basis der Speicherung dieser Datenstrukturen Datensicherheit, Datenhoheit und auch Datensouveränität hat gewährleistet. Und das leistet für uns wieder das Leibniz-Rechenzentrum. Sehr schön. Frau Biagini,
Wie sieht es bei Ihnen aus? Sie sind als Vizepräsidentin für Internationales und Diversity aktiv und beschäftigen sich aber auch mit anderen Kontinenten. Jetzt haben wir schon gehört, die beiden Herren fühlen sich ein bisschen getrieben oder man lässt sich treiben. Bei Ihnen ist es ganz ähnlich, denn es gibt ja doch auf der Welt Bereiche und möglicherweise auch soziale Schichten und verschiedene Herkünfte, wo man getrieben ist, aber richtig unangenehm getrieben und gar nicht mithalten kann. Da freue ich mich über Ihre Einschätzung. Ja, Sie sprechen natürlich ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich mache jetzt einen Schritt zurück zuerst und sage, wie wir die digitalisierende Lemur erleben. Mhm. Und zwar, das ist auch eine Empfehlung von dem Wissenschaftsrat dieser Woche, dass die Digitalisierung in Forschung und Lehre benutzt wird zur Verbesserung von Forschung und Lehre. Und in der Tat haben wir auch an der LMU bewusst viele Mittel auch jetzt investiert, die digitale Struktur zu entwickeln, und die sie jetzt auch in der Corona-Pandemie als gut ausgezeichnet haben. Aber wir wollen trotz allem immer die Menschen, also sowohl die Studierenden als auch die Ergebnisse unserer Forschung für die Menschen auch entwickeln. Und deswegen soll auch der Mensch im Fokus stehen. Ja. Sei, dass wir jetzt digitale Formate für die Lehre anbieten, als auch sei, dass wir diese digitalen Mittel für Forschung benutzen, sei mit dem Digital Patient oder zur Erstellung von antiken Texten. Da müssen wir immer kritisch hinterfragen, welche sind die Ergebnisse, die wir durch diese große Digitalisierung folgen. Und dann, das ist dann zugeordnet auf zwei große Themen. Eine, das meiner Meinung nach sollte ein sogenannter Digital Divide vermeiden werden, und zwar, dass, wie Sie gesagt haben, nicht alle können die Mitte der Digitalisierung wirklich benutzen. Es gibt Personen, die nicht die intellektuelle oder die finanzielle oder die interkulturelle Mittel haben, die zu benutzen. Und deswegen kann diese Digitalisierung auch zu einer weiteren Spaltung unserer Gesellschaft bringen. Und das müssen wir vermeiden. Andererseits, das ist auch ein aktuelles Problem in der Forschung über Artificial Intelligence. Es gibt eine große Fragestellung über Fairness in AI. Also können die Algorithmen oder die Dataauswahl wirklich die Unterschiede unserer Gesellschaft repräsentieren? Sollen wir mehr auf die Minorities achten, die natürlich auch in den Daten weniger repräsentiert sind und so weiter? Und der dritte Punkt ist für mich sogenannte Inklusion. Meiner Meinung nach sollte die Digitalisierung alle Menschen vom Anfang an im Blick haben. Zum Beispiel, es gibt Smartphones, die schon programmiert wurden auch für Personen, die nicht gut sehen können. Ja? Und deswegen, wenn wir auch die Digitalisierung benutzen und die verschiedenen, sagen wir so, Talente oder Bedürfnisse der Menschen zu berücksichtigen und denen auch in den Alter weiterzuhelfen, dann lassen wir uns nicht treiben, sondern wir treiben die Digitalisierung. Das hört sich sehr gut an. Ich würde sehr, sehr gerne noch viel, viel tiefer in die Materie einsteigen, aber dennoch eine kurze Abschlussrunde machen mit einer, ich wünsche mir, kurzen Antwort. Was wünschen Sie sich alle vier für die Zukunft? Möglicherweise voneinander, von der Welt oder aber auch von der IT-Entwicklung? Eine partnerschaftliche Weiterentwicklung unserer Dienste und die hervorragende Zusammenarbeit, wenn das so weiterläuft, bin ich sehr zufrieden. Herzlichen Dank. Sehr schön. Herr Braun? Ja, ich wünsche mir, dass wir hier auch in Zukunft einen verlässlichen Partner haben, bei dem wir auch künftig viel stärker noch unsere auch Rechner unterbringen können, dass wir dann auch mal im Kontext Energieverbrauch und Ähnliches weiterdenken können. Was aktuell so dezentral überall läuft, das ist nicht die Zukunft. Wir müssen hier zentrale Angebote schaffen, die es uns ermöglichen, dann auch energieeffizient, generell auch leistungseffizient arbeiten zu können, um dann auch weiterzudenken. Stichwort Green IT, Abwärmenutzung und Ähnliches. Das sind wichtige Punkte, die wir sehr stark in der Zukunft adressieren müssen. Wunderbar, das nehmen wir auf. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das umsetzen können. Frau Biagini? Da würde ich sagen, alles geben und die wissenschaftliche und akademische Exzellenz dank der neuen Methoden zu sichern. Wunderbar, herzlichen Dank, Herr Zainova.
So ganz kurz geht's nicht, aber ich habe gedacht, also Oliver Kahn hat ja mal gefragt, also wie jetzt Fußball funktioniert, wenn man so ganz nach oben will, und hat gesagt, weiter, immer weiter, niemals stehen bleiben, niemals sagen, jetzt sind wir da und auf diesem Status können wir jetzt bleiben. Und genau das nehme ich auch am Leibniz-Rechenzentrum wahr. Es ist ja nicht so, dass hier zu Ihnen alle 14 Tage ein Staatsminister reinkommt und sagt, ich habe noch 100 Millionen Euro und könnt ihr nicht noch irgendeinen 27. Rechnerwürfel bauen, sondern das muss ja alles hart erkämpft werden. Und das tun Sie auf ganz hervorragende Weise und eben auch immer wieder ganz, ganz vorn halt dabei. Und persönlich kann ich auch sagen, also wir sind auch einfach sehr stolz darauf, dass wir Sie als Backup-Partner haben. Wir haben etwa eine Kooperation mit den Stanford University Libraries. Es ist ja auch nicht irgendein Laden, und wenn ich dorthin komme und trage vor und man fragt uns, also wo seid ihr situiert, was eure jetzt digitalen Daten angeht, wo werden die gebackupt, gespeichert, gehostet und so weiter, und ich sage ja, Leibniz Supercomputing Center at Munich, man kennt sie da, und das ist auch toll so, und so sollte es auch bleiben. Also ich muss ganz offen gestehen, herzlichen Dank für diese sympathischen Worte zum Ende. Besser hätte ich es nicht formulieren können, und ich freue mich ganz besonders, dass einer unserer drei Partner sich so committet und sagt, wir sind stolz, mit dem LRZ zusammenzuarbeiten. Ich sage im Namen des LRZs danke für diese schönen Abschlussworte. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich hier von meinem Podium. Frau Professor Biagini, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Herr Dr. Braun, Sie müssen auch jetzt recht schnell weg, deswegen bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Herr Dr. Zalnova, herzlichen Dank für die warmen Worte. Und Herr Professor Reiser vom LRZ, herzlichen Dank. Und liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer in den Livestreams im Hörsaal nebenan und auch hier vor Ort in Garching. Ich glaube, wir haben den Beweis angetreten und unser Motto heute nochmal perfekt untermauert, nämlich das Motto, was ja da heißt, Zukunft bleibt Programm. Und ich setze jetzt noch einen drauf. Ich sage, Zukunft war immer Programm, schon vor 60 Jahren. Zukunft ist heute Programm und wird es auch in 60 Jahren oder über die nächsten 60 Jahre hin bleiben. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Festgäste, und würde jetzt einladen, ganz offiziell, zu einem gemütlichen Weißwurstfrühstück. Für eine vegetarische Alternative ist natürlich gesorgt, für alle Vegetarier unter uns. Parallel, und das muss ganz toll sein, haben Sie die Option, eine Führung durchs LRZ mitzumachen. Das Team rund um Rainer Oessmann steht schon in den Startlöchern und nimmt Sie gerne mit. Ist wirklich eine Empfehlung von mir, ich bin auch dabei. Ab 13.30 Uhr, dann bis 17 Uhr werden die Themen, die wir hier angesprochen haben, dann nochmal vertieft. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie mit dabei bleiben und dabei sind. Dankeschön.